Hallihallo zurück, willkommen auf YouTube bei meinem Battle Brothers Let's Play, bei unserem zweiten Durchlauf, jetzt als Kultisten. Wir machen uns ganz gut insgesamt. Wir haben gerade ein bisschen Kohle, wir brauchen dringend Reparaturwerkzeug. Aber insgesamt, wir bauen auch gut auf. Also ich warte gerade drauf wieder, dass wir jemanden opfern müssen und dann einfach alle möglichen Leute hier verlieren, bevor wir sie konvertieren konnten. Was leider nicht ganz optimal ist. Es wäre cool, wenn wir noch mindestens ein, zwei Leute vorher konvertieren könnten. Zum Beispiel hier ist so Sacred, wenn wir den konvertieren könnten. Ja. Das wäre awesome. Aber ich vermute, wir werden sie bald wieder verlieren. So. Die Frage, wo man dann vielleicht... Adelmar hat sogar schon Brain Damage gekriegt. Wir schicken Adelmar direkt wieder raus. Das war irgendwie nicht die beste Investition, sind wir ehrlich. Außerdem will ich den ja nicht konvertieren, ne? Deswegen schicke ich den raus, weil wenn ich weniger Leute zum Konvertieren zur Auswahl habe, habe ich bessere Chancen, dass es hier unser teurer, unser so Sacred wird, würde ich sagen, der halt, ne, der mal richtig schwere Rüstung betragen kann irgendwann. Hoffentlich, demnächst, bald, bestimmt, ja. Genau, noch gucken, ob wir Sachen reparieren müssen, einfach nur, damit das hübsch aussieht, will ich das reparieren. Jo. Ansonsten könnten wir tatsächlich beim Zweihänder jetzt für einen Zweihand-Cleaver gehen. Was ziemlich nice ist, weil es eine Zweihandwaffe ist, die zweimal angreifen kann in der Runde. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich kann es mal kurz hier bei dem testen. Weil, die genau, kostet mich nur 4 AP der Angriff. Und das ist eigentlich ganz geil. Weil die relativ viel Damage macht trotzdem mit 50 bis 70. Und ich glaube, es gibt sogar noch eine deutlich verbesserte Version davon. Also klar, das war 70 bis 95, aber das ist schon Damage weiter oben mit dabei. Jetzt war, glaube ich, die Frage, ob wir die Hexenquest machen. Aber wir haben, glaube ich, auch das Problem, dass ein paar Sachen hier nicht repariert sind von uns und hier Reparatur teuer war. Hier gab es überhaupt keine Reparatur. Nee, ich glaube, ich will erstmal meine Sachen reparieren können. Weißen Schacht, du hattest doch... Oh, scheiße, bei euch sind... Nein, ihr habt den Workshop abgebrannt. Hier gibt's noch, in Wolfenburg gibt's noch... Noch ein Workshop, dann müssen wir nach Wolfenburg gehen. Müssen ein bisschen gucken. Wir arbeiten weiter natürlich an unserer Ambition mit, 230 Durability. Wo wir noch die Hälfte, also noch zwei Body Armor und einen Headpiece brauchen. So, wie sieht's denn hier aus? Das sieht doch ganz okay aus. Da haben wir mal wieder ein bisschen was zum Reparieren. Sollen wir hier irgendwas, wie sieht der Verkaufspreis? Boah, gar nicht so geil, sieht er hier aus. Ich wollte erstmal an den Körperrüstungen arbeiten, weil ich das Gefühl habe, die sind wichtiger. Aber hier gibt es zum Beispiel gar keine Körperrüstung, hier gibt es aber passende Helme tatsächlich. Also Helme gibt es passend, Körperrüstung eher nicht. Hier wären 230er zum Beispiel. Flat Top. Die Flat Tops machen minus 2 Vision, was ein bisschen schade ist. Ja. Verkaufen hat man gerade schon geguckt, ne? Ist ja nicht so smart. Waffenschmied gibt's auch noch. Uff, hier gibt's die guten Fighting Axes, aber ich glaube, so viele Leute mit Axt haben wir gerade gar nicht. Also, wir haben hier halt die Long Axes immer genommen. Ich glaube, sonst haben wir die Äxte gar nicht so sehr benutzt, obwohl Äxte eigentlich, glaube ich, vom Damage her gar nicht so verkehrt sind, weil sie auch effektiv gegen Rüstungen sind. Die Einhand-Äxte. Hier gibt es noch eine richtig fette Zweihand-Axt. 80 bis 100, Alter. Entschuldigung. Irgendwie bin ich heute am Rumniesen. Ja. Geben wir erstmal noch eine aus. Die Laune gut ist, leider haben wir hier in Wolfenburg jetzt keinen Auftrag gehabt, ne? Die Aufträge sind blöd, da gehen wir mal nach Mordorf. Ich meine, wir sind ja Kultisten und Kultisten gehören ein bisschen zum Moor, also dann sollten wir uns eigentlich in Mordorf ziemlich wohlfühlen. Dann haben wir erstmal wieder Sachen, wo wir reparieren können, womit wir reparieren können, wäre die vollständige Variante gewesen. Wir brauchen ein bisschen Essen und ein bisschen mehr Kohle wieder. Wir brauchen jetzt 200 pro Tag. Ist noch sehr, sehr, ne, dafür, dass wir 15 Leute sind, ist 200 pro Tag super billig. Das liegt aber halt an den Hintergründen.
Ja. Der Auftrag. Moment, wir können jetzt hier verhandeln einfach. Immer Andern Unholz für 700, kann das aber eigentlich nur wenige Unholz sein. Würde ich, glaube ich, gerne mal. Das würde ich nehmen. Die Frage ist, wo die sind. Wo hier Unholz around Mordorf sind. Ah. Hier oben? Ja, ihr seid Brigands. Das ist wirklich der Brigandwald, ne? Ich will auch kein Brigand Leader machen jetzt gerade. Das ist nicht mein Plan. Get out of here, that armor won't save you from a single lick. Aha. Da ist eine Spur. Und 3 Unholz. Aber die hauen ab. Die hauen echt ab vor uns, ne? Die fliehen. Nicht aggressiv. Müssen wir sie irgendwo. Ja doch, jetzt kommen sie doch zurück. Ach, dammit. Okay, wir haben hier High Ground. Ben war der gut tanken kann. Deswegen geht Ben schon mal davor. Ricky sollte dahin gehen, glaube ich. Du gehst mal mit dahin. Danjushka sollte auch ganz gut tanken können. Upsi, holen wir mal ran. Müssen ja da 3 von den Viechern irgendwie tanken, ne? Das glaube ich ein bisschen. M-Lane haben wir. Oh. Der ist der hier schon hier oben, ist shit. Muss ich mal so sagen. Asomodo. Du hast kein Schild. Ich habe das Schild wieder vergessen. Ach, scheiße. Warte mal, nee, das machen wir direkt nochmal neu. Dass ich das Schild vergessen habe, das war jetzt, weil wir nicht, ne, weil wir dabei sind. Entschuldigung. Das war jetzt unsmart. Jetzt gehe ich direkt nochmal durch. So, du brauchst ein Schild. Bap. Gib mir mal ein ganzes Schild. Du hast aber kein Shield-Expert. Also das wird bei dir im Zweifel kaputt gehen. Shield, Shield, Shield. Shield, 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 Shield. Okay, so, jetzt. Engage. Okay, wir haben immer noch den High Ground. Das ist ganz witzig. Können wir hier die geblockten Sachen anmachen? So. Hier geht's gar nicht hoch, nur da hier hinten, ne? Wenn ich hier runter will, muss ich da hinten rum. Und Topsy war doch ein ganz guter Defi-Dude. In einem 10% Urteil sollte das schon gehen. Bisschen die Frage, wo die Unholde hingehen. Ich glaube, die gehen nämlich genau eher hier unten hin. Holen dich mal hier ran. Eli geht mal hier hoch. The Sacred. Ne, da will Masumodo rein. Der hat die dickere Rüstung. The Sacred packen wir mal hier zur Seite. Masumodo. Schon mal den zum Bluten bringen. Läuft. So ist natürlich Sono. Der hier irgendwie rumsteht. Ja, schade. Aber du kannst noch mal schön reinlatzen. Hier, Profi. Du darfst auch noch mal ein bisschen zubeißen. Der hat ja eigentlich genug andere Ziele. Ist die Frage, können wir dich wieder zurückholen? Wollen wir dich wieder zurückholen? Oben scheint ja nichts zu sein. Er kann natürlich jetzt ihn werfen, was ziemlich tief wird. Und dann hier gegen die Rangers stehen. Mal sehen, ob das was, wie das abläuft. Den zweiten Hund wollen wir, glaube ich, erstmal nicht setzen. Und du setzt dich mal hier hin. Also, wir haben ihn schon mal halb tot in der ersten Runde. Der heilt sich zwar ein bisschen. Aber das ist ja dann schon ganz gut. Du wartest. Okay, jetzt geht doch einer da hoch. Du gehst mal einen Schritt weg. Du gehst auch einen Schritt weg. Falls der irgendwie Dinge tut. Mit rumwerfen und so. Macht er nicht mehr. Sehr geil. muss kurz was checken. In meinem Control Monitor sozusagen.
Ja, der Hund geht jetzt das nächste Runde auf den drauf, ne? Welchen sollten wir uns eigentlich auch positionieren? Dass wir das können. Schicken wir nochmal jemanden hoch. Ich kann Masumoto. Der geht schon mal dazwischen dort. Der bewegt sich auch. Du kannst sogar schon den Schritt ran machen. Bist aber noch dran. Da warten wir nochmal ein bisschen, würde ich sagen. Okay, man geht auf den. Sexy der Zweite. Bleibst da oben stehen. Bist dran. Ja, dass der Hund auf den geht, ist schlecht. Weil der steht jetzt nämlich hier auf dem Highground und wird einfach den Hund verprügeln. Den Hund ist rausrotieren eigentlich. Wenn wir mal ehrlich sind. Wenn wir mal ehrlich sind, müssen wir den Hund rausrotieren. Oh, der Hund wird geworfen. Das ist auch okay für mich. Aua. Das ist eine Frechheit. Das ist ja eine absolute Frechheit. Der hat jetzt gebrochene Rippen. Was waren denn gebrochene Rippen nochmal für einen... Für einen fieser Fieslingsfies. 30% Maximum Fatigue. Das ist natürlich eklig. Das ist natürlich sehr, sehr eklig. Bin mir nicht sicher, ob ich mir einen Gefallen getan habe mit dem oben rumlaufen. Nur mal ehrlich. Du hast keine Ausdauer mehr. Du hast auch keine Ausdauer mehr. So, dann kannst du hier hingehen. Dann kann der Hundi machen, was er will. Weil er sollte nicht mehr das Ziel von Angriffen sein. Okay, weiter kommt er nicht. Ja, dass die halt hier stehen, ist echt bäh. Topsy, wie gut bist denn du? 32. Machen wir lieber so, glaube ich. Ja, wenn du schon dabei bist, ne, können wir da auch zuhauen. Wer bist du? Ja, wir müssen hier runter. Zili, wie gut bist denn du? 29, das ist halt leider nicht gut. Gefühl, da wirst du gleich auf die Fresse kriegen. Du warst aber schon dran, oder? Ne, du hast noch alle AP. Wir warten mal. Aber jetzt können wir auch die Hunde mit platzieren. Ja. Da sollen wir doch lieber keine Hunde platzieren. Also. Uff. Platzierte Hunde haben ganz schön ins Gesicht gekriegt bisher. Werden doch ziemlich. Also die Unholde gehen doch auf die Hunde. Das ist ja spannend zu sehen. Spannend und gleichzeitig gemein zu sehen. Stopp. Dammit. Ist der nicht hittet, ist scheiße. Bin nur 85, 86 gerollt. Ja klar. Ja klar, Mann. Ja, ich glaube, der Hund ist down. So ein Gefühl, aber ich glaube, der Hund, der macht's nicht. Außer wir können den komplett in den Ich will weglaufen Modus bringen. Was ich nicht glaube. Moment, ich kann dich aber taunten. Das ist schlecht. Okay, der ist auf weglaufen. Der ist auch down. Jetzt haben wir noch einen. Und der ist in meinem Backliner dran, die Sau. Alter, das ist so viel. 77 Damage. Holy shit. Der ist auch auf weglaufen. Sehr gut, dann haben wir es ziemlich geschafft. Dann haben wir es geschafft. Dann kann ich auch da stehen bleiben mit dem.
Wenn wir dem noch einen 73 Damage, Alter, das ist so viel Schaden, was diese Äxte machen. Ja. Gebrochene Nase haben wir davon getragen, gebrochene Rippen. Das war's. Schade, aber nur einmal Knochen. Nur einmal Knochen. Irgendwelche Level-Ups? Nö. So, wenn du aber jetzt gebrochen bist, dann sollte man vielleicht andere Leute nehmen, dann müssen wir halt jetzt die einfachen Contracts nehmen. Ja, wenn wir hier die gebrochenen Leute haben, würde ich sagen, dann müssen wir ein bisschen mehr chillen. Auch schon mal so. Müssen wir mal gucken, dass wir jetzt nicht komplett, ne, nochmal gegen Unholz wäre jetzt vielleicht suboptimal. Und diese 17 Brigands, die ja irgendwie alles wegmachen in der Gegend. Holy shit. So, Mordorf has no longer marauding Unholz. Abducted children noch. Was? You paid 80 crowns per head back? Aha. Hunt for direwolves, webknechts, nachtseher, hyenas and serpents. Hunt around the plains of Greenmere and other regions. Return to Mordor anytime to get paid. Das hört sich eigentlich machbar an. Tatsächlich. Oh, hier Bone Plating, das hätte ich gerne. Bone Plating hätte ich gerne. Damals habe ich, glaube ich, unserem Nimbe schon eins gegeben, ne? Yeah. Einem unserer Nimbles habe ich schon eins gegeben. Ich finde Bone Plating eigentlich auch ganz geil. Wer hat denn noch nix? Welche Rüstung vor allen Dingen ist dann die Frage. Na gut. Die ganzen Large-Bumsies. Ja, die nützen mir halt noch nicht viel. ...400, Alter. Ihr habt doch einen Arsch offen. Okay. Moment, erst mal nachgucken, was die Region das ist. Greenmere. Wo ist denn Greenmere? Glacious Domain? Galesburn Mouth? Glacious Domain? Whispering Hills? Misty? Hier oben soll es eigentlich nicht sein, weil das die andere Fraktion ist. Ja. Rip, wo ist denn Greenmere? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin müsste. Ich habe wirklich keine Ahnung. Und ich will die ganze Zeit googeln, wo das ist, aber es geht ja nicht zu googeln, logischerweise, weil die Welt ist ja eine andere. Ich habe keine Ahnung, wo Greenmere ist. Barrens ist hier oben. Wo wollt ihr, dass ich hingehe? Wahrscheinlich hier drüben dann irgendwo, wo ich es noch nicht sehe? Das ist der Black Forest. Durum. Dornland. Whispering Hills. Flüsterberge. Der Auftrag ist eigentlich geil, aber du weißt immer nicht, wo du hin willst und dann dauert das ewig. Und das ist irgendwie wieder blöd. Deswegen werden wir den vielleicht nicht machen. Kann man hier inzwischen sinnvoll verkaufen? Nein. Abducted Children killt den Verkaufspreis, aber übelste Sorte. Ja. Dann wohl nicht. Dann mal ab nach Eisenstein, würde ich sagen. Ich muss mal kurz was einstellen. Es blendet mich doch zu sehr, das Licht von außen gerade. Und ja, dafür mache ich jetzt trotzdem ein anderes Lichtel an. Aber das kommt ein bisschen mehr von der Seite und nicht direkt von vorne aus dem Fenster. Und so sollte es, denke ich, besser sein. So sehe ich zumindest, was hier nachts passiert, ja. Sonst sehe ich nicht, was hier passiert. Wie läufst du denn? Wir wollen nach Eisenstein, ne? Hier wäre hier oben noch rumlaufen irgendwie besser gewesen. Ist irgendwas verpasst? Habe ich nochmal geklickt aus Versehen. Die Crown Takers, die Kronennehmer.
Wir könnten jetzt natürlich sagen, hey, wir wollen euch behandeln lassen. Oder wir lassen halt unseren Arzt das machen. Kann man hier ein bisschen sinnvoll verkaufen? 17. Nicht geil. Sind wir ehrlich, nicht geil. Was ist der Auftrag? Karawane. Windfall nach Nordwesten. Dann treffen wir uns wieder auf die Barbaren, ne? Ach komm. Wir probieren das mal im Norden. Let's go. Mal da oben dann unterwegs. Ich glaube, da bräuchten wir aber dann tatsächlich noch ein bisschen Pathfinder unseren Leuten. Wenn wir dann im unwegsamen Gelände sind, um einfach unsere Mobilität zu erhalten. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Weil Barbarian Thralls, die sind zwar die. Wobei 14 geht es so noch voll in Ordnung. Die werfen halt nur super viel, das ist ein bisschen nervig. Das ist ein bisschen das Doofe. Aber, ne, HP-weise und so sind die limitiert, sind wir mal ehrlich. Dann Yushka. So, du wartest noch. Alva, Moment. War denn Alva? Ah, der neue Kultist, stimmt. Du bist in einer von den Lowies. Hier kann ich nicht ranlaufen. Hier kann ich ranlaufen und attacken tatsächlich. Schade. Sexy. Ja, uff. Edi, du lässt mal den aufhören, dass er da irgendwie rumjuckelt. Sonics. So sacred. Haben wir nochmal einen rausgenommen. So, hier mitten rein, schön. Damit ihr weniger rumwerft. Ja, du kannst da nicht nochmal attacken. Du gehst mal hier mit rein. Sollte eigentlich ganz okay sein, aber die meisten haben jetzt ganz. Haben schon relativ coole Rüstung, so für die. Gegen diese Gegner. Dem Niveau von deren Waffen. Gute Rüstung, gute Schilde. Und die switchen aus irgendwelchen Gründen, um auf einen. No, er ist gestunt. Oh, das ist schlecht. Looten ist schlecht. Looten auf der Dumme. Ja, genau deswegen. Die können halt ziemlich gut in Gegner einen einzelnen rausfokussen. Ja, jetzt gehen sie auf die Backline dort vorbei, weil der jetzt halt gestunt ist. Oh, noch ein Stun. Das ist schlecht. Ja. Darunter kann ich nicht unattacken, ne? Dann gehen wir da hin. Damit. Mal den weg. Er ist dran, der. Oh, schnapp die Leute schön auf. Hundi, macht mit. Auch wenn wir das nicht machen sollten, weil die XP saugen. Kopf ab, einer will schon rennen. Einer hat keinen Bock mehr und will rennen. Könnt ihr aufhören zu werfen, ey? Das ist ja unfassbar. Sehr schön, Hundi hat schon einen platt gemacht. Der Einsatz hat sich schon gelohnt. Du bist halt jetzt ein Problem, weil du tatsächlich, wollte gerade sagen, mit deinem Speer könntest du eklig werden, aber nee. Hör auf mich zu stunnen. Ja, geht auch. Dem hat's was zerschnitten. Bam, Alter. Ricky.
Bei dem nochmal einen Kopf ab. Hallo. So, da haben wir den ganzen Leute schon den Kopf kürzer gemacht. Perfekt. Immer noch fighten will hier oben so ein bisschen. Lass einfach mal stehen. Ich glaube, es überlebt da. Ah, die Blutung ist auch schon vorbei. Dann ist fein. Ah. Die waren gerade noch auf dem Level eine Anzahl, wo ich einfach straight fighten kann. Bei anderen könnte es schwieriger werden, wenn die Anzahl noch größer wird. Dann muss ich mich wirklich irgendwie besser positionieren. Hier kann ich nicht einfach eine Linie machen und dann fighten wir halt. Weil wenn die mich halt umlaufen und meinen Backline, das war hier unten gerade schon ein bisschen kritisch, wird es unangenehm. Cool. Batz. Die Sachen will ich auf jeden Fall haben, weil die was wert sind. Da ist mir egal. Die kann ich hier ganz nach unten packen. Keine Ahnung, seid ihr irgendwas wert? Ich glaube, die Speere sind das Wertvollste von euren Waffen, ne? Und die Wurfwaffen natürlich. Helme. So. Ja, können wir einfach so machen, glaube ich. Eine Hallheim können wir nicht verkaufen, weil es Nacht ist, was ein bisschen schade ist, aber was soll's. So, haben wir ein Level abgekriegt? Nö. Meinerei. Wir hatten doch Level 1 Dudes dabei. Oder bin ich gerade doof? Hier, Alva, 192 hat er gekriegt, ja. Rip. Ribbe die Rip, Rip. Rip, Rip, Rip. Wäre halt eine Training Hall schon geiler gewesen, hätte er nur einen Kampf gebraucht fürs Level Up, wäre er im nächsten Kampf stärker. Das ist der Unterschied, den eine Training Hall macht. Sollte man sich wahrscheinlich schon leisten. So, hier gibt's aber bei dem, okay. Weird. Essen ist eh gleich durch. Das Essen ist gleich durch. Das ist aber auch gleich durch. Fuck. Wir brauchen aber noch ein bisschen. Gib uns mal wenigstens ein Essen. Der Verkaufspreis hier 15. Ich nehme nur das Essen erstmal mit, weil wir ja gleich da sind. Nee, sind wir nicht. Na egal. Aber das hält ja 6 Tage oder so, wir sind gleich oben. Also in einem, anderthalb Tagen und dann brauchen wir wieder Essen. Ich denke, das sollte schon hinkommen. Wir haben jetzt für 2 Tage Essen. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Nochmal 12 Barbaren. Im Grund, dich sollte ich vielleicht tauschen. Gegen Jean, gegen Masumoto hier. Aber ihr geht auf mich? Ihr geht nicht wirklich auf mich. Ihr werdet von der First Hallheim Company gejagt, alles klar. Und mein Hallheim ist aber ein Stück weg. Die sind hier unten und jagen hier oben Barbaren, alles klar. Alles klar. Windfall is now well supplied. Was bedeutet denn Windfall is well supplied? Nicht viel anscheinend. Wieder 15er Verkaufspreis. Meh. Ich will gerne mal mein Zeug loswerden, aber wahrscheinlich muss ich mal einfach hier. So ein Müll müssen wir halt einfach mal loswerden, die kleinen Sachen. Fuck, das hier habe ich auch noch die ganze Zeit, was eh nichts wert ist. Das hier ist Müll. Müll, Müll. Müll, Müll. Also die ganzen Sachen, die ich eh nicht repariere, sind für mich halt Müll. Dann ist es auch relativ egal, wo ich die verkaufe. Würde ich sagen. Moment, aber bei euch gibt's gut günstig das hier. Nehmen wir mal noch 40 mit, weil langsam wird es dann sonst zu viel. Ein Armorer. Ein 240er für 5000 ist günstig. Tatsächlich. Der schlägt nur ein Viertel drauf statt 50%. Metal Joint Cover, minus 3 Fatigue. Shoulder Plates. Metal Plates und Rivets. Haben wir irgendwas, was knapp dran ist? Glaube nicht, ne? Du bist schon drüber. 150er haben wir maximal, glaube ich, sonst. Wir haben nicht irgendwie eine 200 irgendwaser Rüstung gekauft bis jetzt. Also wenn wir müssten also jede Menge verkaufen, dass wir auf die 5000 kommen, um die zu holen. Ansonsten 200...
2500 plus 20, da hätten wir auch noch 230er. Sogar günstiger, dann sind wir bei 228, die wir ausgeben müssen. Würde ich sagen. Und daher würde ich eine davon mitnehmen. Minus 28. 240. Wenn wir der hier auf minus 28 gehen, sind wir bei 230. Aber es ist halt viel günstiger vom Geld her. Deswegen würde ich das, glaube ich, machen, damit wir die schon mal haben. Und jetzt müssen wir ein bisschen was verkaufen. Ob wir wollen oder nicht, sonst haben wir gleich kein Geld mehr. Auch wenn die Preise hier nicht ganz optimal sind. Auch wenn sie nicht ganz optimal sind. Nehmen wir ja noch, was ich eh verkaufen will. So 1600. Vielleicht erstmal okay. Kaufen euch, sind wir wieder auf unseren 2000 Puffer. Wer ist denn einer von den... Du kannst eigentlich gut dicke Rüstung tragen. Bald zumindest. Du bist nimble. Du bist Battleforge. Du hast schon eine dicke Rüstung. Hier. Masumoto. Ich sehe dich da. Warum ist die Rüstung hingeschmissen? Da. Und du kriegst dafür ein Mail-Patch oben drauf. So, jetzt sind wir hier bei 230, genau. Und du hast dafür jetzt ordentlich... Und hier noch eine 165er übrig. Mit dem... Mit der Erweiterung. Ja, wahrscheinlich kriegt dann Sepp die. Wobei, der hat keine Ausdauer dafür. 90er... Minus 10. Wie viel ist das? Minus 18. Wenn wir ihm noch 8 abziehen, hat er noch über 60. 60 ist so ein bisschen der Punkt für mich, unter den ich nicht drunter will. Aber du hast hier schon Battleforge, weil dir bringt's doppelt. Topsy. Ja. So, Topsy hat damit die Rüstung von Masumoto geerbt. Ja. Ja, das sieht gut aus. Achso, hier nochmal anstoßen, Leute. Also hier oben war die Rüstung billiger, aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich, weil hier oben kein Heiliger Krieg ist. 2500 ist schon nicht ganz wenig. Wir dürfen ja einmal sowieso immer... Kilmer Rolling Greenskins. 2500 sind heftige Greenskins. Da habe ich jetzt eigentlich nicht so Bock drauf, sind wir mal ehrlich, Leute. Ja. Gehen wir nochmal nach Kaiwade, im Zweifel können wir da nämlich nach Süden wieder hier unser Kronkog schiffern, statt da runterlaufen zu müssen, was ja auch unfassbar viel Geld verbrauchen würde und Ressourcen, wenn wir nicht einen Auftrag haben, da hinzufahren. So, jetzt haben wir die zweite Rüstung. Es fehlt nur eine Rüstung, ein Helm. Finde ich gut. 520, 560... Irgendwie ist der nach Lugnistedt. 560 für Lugnistedt. Lugnistedt? Lugnistedt ist ja dann ein bisschen nördlich. Das wollen wir eigentlich nicht. Was ist das hier? 87 nach Dulmen. Nach Dulmen wollen wir. Dann let's go. Wenn wir hier einen Auftrag nach Dulmen kriegen, dann machen wir das doch. Weil Dulmen ist hier unten, da wollen wir hin. Das ist so die Region, da wollen wir hin, da werden wir sogar bezahlt für jetzt. Problem ist, dass wir glaube ich... Ne, hier müssen wir jetzt außen rum. Hier gehen wir nicht hier durch, sondern hier fahren wir den rechten Weg. Von daher sollte es eigentlich okay sein. Dann hätte ich den Fuchs zu meinem Essen verkaufen können. Wobei, da habe ich sogar hergekauft. Da wäre es nichts wert gewesen. Ist dann auch wurscht, die 5 Kronen, die wir dann mehr hätten. Ich meine, das läppert sich zusammen, ne? Wenn du immer da 5 Kronen und da 5 Kronen nicht holst, aber... Vielleicht können wir es in Hallheim verkaufen. So, Hallheim. Weil unser Essen nicht mehr so lange hält. Hier, Board für 61, für 24 können wir es verkaufen. Dann holen wir uns wieder was Neues, was länger hält. Dann einfach um die Stadt zu gehen. Ja, wir kommen ja immer kurz vor der Stadt an. Und müssen dann noch in die Stadt reinlaufen. Und
hätte gerne Eisenstämmer dazu gebracht, dass ihre Edelsteine sie mir gerne verkaufen würden. Aber jetzt eh nach, da kann ich eh nicht da rein. Aber die sind immer extrem teuer. Ich glaube, die kann man auch extrem teuer verkaufen, aber dann ist irgendwie der Wert, der daneben steht, für mich irreführend. Finde ich. Ich muss ein bisschen höher sitzen hier. So, da haben wir Crowns Well Deserved, weil wir haben genau nichts getan. Green Skins, Rebuilding Effort, Well Supplied. Well Supplied ist natürlich ganz geil, weil... Hier ist doch ein... Genau, ein Rüstungs... Ja, wow, Well Supplied am Arsch. Ein Rüstungsschmied drin, würde ich gerade sagen. Hier wäre übrigens auch 210 plus das wären 230, ne? Sind wir bei 3000 ungefähr, die wir dafür brauchen. Die mal Daumen. Preise auf 17. Ja, alles irgendwie unangenehm. Fühlt. Dann habe ich meine Backliner für Helme, die ihr habt. 60er Helme. Ich könnte maximal auf 70er gehen, aber dann habe ich halt keine Kultistenhauben mehr. Das finde ich doof. Ich will Kultistenhauben haben. Achso, anstoßen, wie immer. Ich gehe jetzt noch nicht so sehr auf die Gerüchte, ne? I'm tight on crowns, so before you ask, this is all I have right now. 170 crowns. Need to pay more for this. 180 crowns. Deliver cargo to Elder in Weißenschacht about a day to the southwest. Weißenschacht ist wirklich direkt um die Ecke. Karawane. Hallheim. Nach Nordwesten. Dann lieber nach Südwesten. Und selber deliveren Cargo. Auf nach Weißenschacht. Hier gibt es immer die fetten Hexen und Unholde, ne? In dem Bereich aus irgendeinen Gründen. Wahrscheinlich wegen dem da. Der Hellhole Crypt spawnt die dann? I don't know. Im Retinue haben wir. Ne, da fehlt noch eins. Wir könnten irgendwann mal für 5000 den Donkey kaufen. Da können wir schon einiges mehr tragen. Oh, ich habe aufs Essen nicht geachtet. Hups. Könnte ein bisschen knapp werden. Weil es Nacht wird. Kommen wir noch in die. Hohoho. Gib mir mal noch was zu essen, damit ich die Nacht überstehe. Fuck. Ist auch nur 14. Was ist denn jetzt los? Hier sind überall alle ein bisschen beleidigt. Moment. Let's talk pay. 1080. Hunt down with terrorizes. Okay. Ich wollte hier gucken. Archery Contest. Aha, aha. Discipline 25% mehr Leute. Ja, aber keinen einzigen Archer. Mhm. Cool. Geiler Archer Contest, by the way. Noch eine Karawane. Krummhorn. Krummhorn wäre auch machbar. Das ist nicht so weit weg. Was ist das? Ein 3-Sterne-Noble-Quest. Da fühle ich mich nicht. Aber super. Aber dafür, dass es 3 Totenköpfe hat, sehr, sehr günstig. Kill Marauding Greenskins. Also da wären schon ein paar Orc Warrior dabei. Es sind immer noch 2500 im Ursprung gewesen. Es ist nicht ganz billig. Aber es ist auch nicht extrem teuer. Wir hatten schon 4000er Quests, die uns angeboten wurden. Nach Krummhorn. Ich sag hier Krummhorn, let's go. Machen wir das. Machen wir einfach mal ein bisschen. Ja, da kommen nämlich 15 Nomaden. Das sind zwar nur Outlaws. Stimmt, ich sollte dran denken, dass das gefährlich ist, hier die Karawanenmission zu machen wegen dem Heiligen Krieg. Wenn der vorbei ist, wird es wieder besser tatsächlich. Noch ein Fighting Spear ist schon geil und ich glaube, das dicke Kleaver hätte ich auch auf jeden Fall nochmal so für jemanden wie Sono. Das würde ich mir gerne irgendwann gönnen, aber das Geld ist gerade nicht vorhanden. Leider Gottes. Leider nicht vorhanden. Gibt's. Moment, jetzt muss ich mal kurz was gucken. Gibt's hier eigentlich auch sowas wie einen Kopfgeldjäger? Ein Trader, Cook, Minstrel, Brigand? Okay, das ist zum Überfallen. Kartographer gibt dir schon mal Kronen, ne? Für alles, was du entdeckst, dann musst du aber viel außen rumlaufen. Also um 2500 rauszuholen aus den 100 bis 400, muss man viel außen rumlaufen. Lookout wäre, glaube ich, auch ganz okay. Wobei, wenn du viele Leute hast, will ich, glaube ich, einen Paymaster haben irgendwann.
Reverse Available Contracts ist eigentlich auch geil. Bounty Hunter. Countering Champions, pays 300 und 750 für every Champion slain. Das ist, glaube ich, wenn du dann Famed Sachen farmen willst. Dazu musst du aber erstmal irgendeins besitzen. Bin ich gerade nicht so, habe ich nicht so. Achso, wir wollen ja sogar ein bisschen kämpfen. Ja, 9 Brigands, kommt ran. Gerne. Kommt schon, fightet uns. Yes. Das sind einfach 250 Kronen extra. Ihr habt, glaube ich, keinen einzigen. 2, 4, 6, 7. Ah doch, ihr habt wahrscheinlich Ranges, oder? Ihr habt ein paar Ranges, guck mal. Nee, du nicht. Du auch noch nicht. Eine Spearwall da oben, das ist ja eklig. Machen wir erstmal den. Mit dem hier oben rum. So. Und jetzt stellt sich mal daneben. Das Sacred Move da auch rein. Hier unten, Masumodo, schön in die Mitte. Sono könnte sogar bis dahin laufen, ne? Bisschen die Spearwall rein, aber ich glaube, so viel Defense hat er nicht. Sehr wahrscheinlich, dass er dann repelled wird, weil die Spear gut treffen und weil er High Ground hat. Dann halt so. So. Achso, jetzt steht der da natürlich offen rum für die Sniper. Und der. Stellen wir mal hier schön da rein. Da rein. Sieht ein bisschen aus wie Brace for Impact, ey. So, wir können mit Sono noch einen Schritt vorgehen. Hallo. Oh, der steht da genau im Schuss. Oh, die schießen da hinten drauf. Uff. Nehmen wir erstmal das weg. Hätten wir vielleicht vorher machen sollen. So, gehen wir da mal rein. Der hat kein Schild, die Sau. Hat der kein Schild? Also ihr seid Raider, Jungs. Oh Mann. Du müsstest weggehen, dann kann ich ihm versuchen, sein Schild zu klauen. Ansonsten wird es schwierig. Hauen wir ihm mal eine rein. Nehmen wir uns den mal vor, der zu uns gekommen ist, würde ich sagen. Schade. Ah! Der Sperrmann kommt runter. Okay. Hätte ich für den Kopf zielen sollen, ich Idiot. Der wäre dann schon ziemlich tot gewesen, glaube ich. Das ist schon mal einer down. Nummer 1 haben wir. Nehmen wir ihm mal das Schild weg. Hallo. Der wird noch geschossen. Schweinerei. Bin ich eigentlich dagegen? Ach, mal den Dude weg, der ist, glaube ich, gefährlicher. Wobei der einen Dolch hat, ne? Also der versucht immer, unsere Rüstung reinzudolchen. Dürfen wir nicht ganz vergessen. Ich kann dich doch schubsen, ne? Um deinen... Ich glaube, ich dachte, du hast einen Shield Wall. Never mind, dann. Dann ist ja irgendwie Quatsch. Ich dachte, du hast da was... geschützt. Schade. Mein Handy hat vibriert. Dammit. Ich hab mal kurz geguckt, ob meine Tür offen ist. Nicht, dass Lumi mir jetzt geschrieben hat. Hey, ich höre dich, ich will schlafen. Ich bin nur im Kopf getroffen, by the way, bis jetzt. Bis jetzt gerade eben der erste Hit kam. Hm.
Muffis! Ich komme ja nicht hoch, weil die beide hier deffen. Machen wir das und machen die Wuffis hier oben drauf. Gute Idee, ne? Finde ich auch. Dass ich durch die Rüstung schneiden kann, sie trotzdem zum Bluten bringe. Finde ich geil. Ja, du kannst da stehen bleiben. Kau ihn! Ja, die Garfen läuft, der fucking Hund. Wow, keinen einzigen Treffer auf den Kopf. Ich habe bei ihm auf den Kopf gezielt, ne? Ein einziger Hit hat alle geblockt, alle drei. Krass, krasser Dude. Aber das blockt dann nicht alles ab. Ah, Xanne, du machst so eine gute Arbeit. Jetzt wollen sie alle rennen. Sehr hübsch. Sehr hübsch, sehr hübsch, sehr hübsch. Kannst du dich mit ranstellen, wenn sie eh alle rennen wollen. Außer einer, der hier, der ist der einzige Mutige noch unter euch, ne? Ich muss mal irgendwie da ran, darüber, so. Hallo, wir gehen hier mal komplett durch. Den rund. Den rund. Hallo. Das ist so schön, dass die mich angegriffen haben. Ich bin so happy gerade. Ja, die Hunde klauen wieder meine XP, das darf ich nicht vergessen, aber... Das ist einfach so... Ja, ich hätte es wahrscheinlich hier, um meine XP zu optimieren und meinen Loot ohne Hunde machen sollen. Das wäre smart gewesen. So, mal weg mit deinem Schild. Ben kann nicht tauschen. Ist das gar nicht so schlau gewesen insgesamt. So. Gib mir dir erstmal. Gib mal gerne den Leuten den... Den Glauben-Buff. So, jetzt bist du auch auf. Ich hab keinen Bock mehr. So. Ja, du kannst da stehen bleiben, glaube ich. Hier kommen wir nicht mehr ran. Nope. Oh wow, der hat wieder keine Ausdauer mehr. Also so nur deine Ausdauer, das ist zu wünschen übrig. So, minimal XP noch gekriegt. Sehr schön. Masumoto, Sonics, ab. Ja, so Sacred. Das finde ich gut. Und wir können alles mitnehmen. Perfekt. Haben wir 9. Und 13. Ne, wir kriegen 13. Sogar 100. Verdammt, ich dachte 25 sind es, aber ne, sind 13. Das ist gar nicht so viel. Dann sind es nur um die 100. 110. Müssen wir kurz gucken. Ist wahrscheinlich wegen der Arbeit, weil wir morgen ja, wie gesagt, auf Konferenz fahren. Ah, ne, sind nur Memes. Memes, die auf Arbeit geteilt werden. Ja, 867. Wie gesagt, gab einen kleinen Bonus. Ist okay. Wir wollten ja eh nur hier runterfahren. Bei euch ist das auf jeden Fall saugünstig. Habt ihr einen guten Preis sonst? Ne, auch 15 wieder. Ist doch scheit. Aber ein Arming Sword will ich wieder reparieren, die Sache hier. Jetzt wird er was Gutes gekriegt haben. Ich würde dich gerne reparieren. Warum bist denn du nicht auf reparieren? Reparieren. Aber wir haben hier noch Müll drin. Und da ist noch Müll drin. Sind die Helme auch nicht auf. Doch, auch nicht auf reparieren. Scheiße, ey. Ja, für den Fall der Fälle, dass ich halt das mal brauche, also genau so ein Shit mal schnell wechseln müssen, würde ich das halt schon gern dabei haben. Ja, aber 222 ist ein guter Preis. Das gönne ich mir. Let's talk pay 90 in advance. Follow the tracks near Chromhorn, return the lockbox. Das müsste wieder ein absoluter easy Auftrag sein. 87 Kronen per Head. Patrouille. Eine Patrouille ohne Bezahlung für die Patrouille, sondern wir müssen Leute finden. Kronenko, wackerfeste Chromhorn, aber ich glaube, da passiert nicht viel.
Wenn wir niemanden finden, ist das eine übelste Katastrophe. Und wir müssen in 5 Tagen zurück sein. Das hört sich schlecht an für mich. Also du hast nicht ewig Zeit. Dann machen wir erstmal Follow the Tracks. Follow the Tracks sollten wir hinkriegen. Uch. Haben wir eigentlich inzwischen wieder erholte Leute, ne? Achso, Level-Ups natürlich. Völlig vergessen. Plus 2, plus 3, plus 5. Nice. Ja, du wirst schwere Sachen tragen. Von daher werden wir dir auf jeden Fall Brawny geben, würde ich sagen. Damit du fettere Sachen tragen. Du bist ja bei 80. Das ist eine 115er und 140er. Wir haben, glaube ich, nicht mehr was Schwereres, ne? An Helmen. 125er hast du wieder 140. Also, schwerer ist nicht bei uns gerade. Wir könnten dir aber demnächst was Schweres geben. Das ist schon mal gut. Das ist gut. Das plus 1 ist sad. Das plus 1 ist sad. Plus 3, I guess, dann. Was wir aus dir machen, ist nicht so ganz klar. Du wirst giftet brauchen, überhaupt sinnvoller. Hier, nochmal plus 3, plus 3, let's go, plus 4. Um ordentlich Ausdauer zu haben. Masumodo, was sollte man denn aus dir machen? Du bist ein Battle-4G-Tank. Der schon ganz gut Ausdauer hat. Dafür, dass du einen 250er und einen 230er trägst, du solltest einiges abkönnen inzwischen. Wir könnten überlegen, dir sogar eine Zweihandwaffe zu geben. Dir den Zweihand Saif zu geben. Hier, den. Tatsächlich hast du halt immer noch 24 Def. 26. Ein Hit-Chance ist halt leider ein bisschen wenig. Plus 3 davon vielleicht. Plus 3, weil du dann keinen Schild mehr hast, ne? So. Die Frage, will ich einen Lone Wolf haben? Ich glaube, unsere Aufstellung ist eigentlich so voll, dass ein Lone Wolf Quatsch ist. Aber du haust viel, du hast sogar die Cleaver Mask drin, was das Richtige ist. Ja. Der hat einfach die Einhand-Sachen auf mehr Damage. Frage ist, wollen wir... Ich glaube, dann will ich aber Anticipation haben, damit er nicht so hart gesniped werden kann. Weil da kriegt er ja immer mindestens 10 Range Defense obendrauf. Das ist das Schöne, ne? Gain 1 plus 10% of your base Range Defense as additional Range Defense und mindestens 10. Per Tile that the attacker is away and always at least 10 Range Defense. Also selbst wenn ich direkt dran, also wenn ich nur einen Teil wegstehe und einen Abstand habe und der schießt, kriege ich 10 Range Defense. Was ich, glaube ich, eine ganz gute Variante finde und dich aber mal hier hinpacken würde. Wobei, du bist einer unserer schwersten Jungs, ne? Aber du bist halt jetzt nicht mehr gut im Defenden. Ne? Und wo du vorher irgendwie an die 40 Defense hattest, das dürfen wir jetzt nicht vergessen. Und ich glaube, ihm Berserk zu geben... Ich hätte ihm Killing Frenzy geben sollen, ich Vollidiot. Ja gut, gucken wir mal. Gucken wir mal, wie das läuft mit der Änderung in der Aufstellung. 12 Thieves. A few Brigand Poacher. Also wir haben den schneller laufen Dude noch nicht, ne? Ja, den brauchen wir noch eigentlich, würde ich sagen, oder? Sonst dauert es immer so lange, Leute einzuholen. Hallo. Oh, sogar Nacht, das ist sehr gut, dann treffen die schlechter. Und die sollten die anderen noch gar nicht sehen, tatsächlich. Die sollten nur Ben sehen, der jetzt auf einem Highground mit dem Kite Shield und mit Dodge und Nimble steht. Also, das sollte eigentlich erstmal entspannt sein. Die haben... Oh, die armen Jungs, ey. Hallo. Nee, du nicht zuerst. Haut ab. Nee, mit dir will ich nicht. Guck. Ah, du hast das Spear wohl gebaut, ne? Wie gesagt. Hallo, geh mal da ran. Zur Sacred. 35. Mal testen.
Ha! Perfekt. Lü. Jetzt muss ich doch runter, ne? Kann ich nicht. Kann ich runter. Schön die Moral da boosten. Bei unseren Leuten. Eigentlich müsste 14 sogar ziemlich nice sein, weil wir irgendwie auf alle nochmal 10 Moral extra kriegen, was ja dann wieder bei 14, glaube ich, einen besseren Trigger gibt. Wenn ich das richtig verstanden habe. Guten Tag. Wieder auf den Kopf ziehen sollen. Nicht so smart von mir. Ob du damit reinsteppst? Als ob so ein kleiner Dude mit nix außer dem da mitten reinsteppt. Ricky hat schon wieder einen auf dem Gewissen, ne? Ricky haut so hart rein. Also ich glaube, der hat irgendwie einen Average von 2-3 Kills per Match. Match. Guten Tag. M-Lane haut auch mal rein. Guten Tag. Könnt ihr mal hier bleiben? Bevor ich anfange wegzurennen, dann muss ich mal zu euch ran. So, nicht weglaufen hier. Nicht dagegen. Hier sind wir Hunde übrigens, können wir Hunde ohne Probleme einsetzen. Weil wir haben ja hier keine anderen Mitspieler. Ich geh mal hier runter helfen. Der, glaube ich, gerade ein bisschen Bedrängnis ist. Nee, du sollst mal nicht ransteppen, noch weiter. Ja! Er macht dich fast alleine platt, der Hund. Lustig. Kopftreffer! Beide mal schön. Du hast noch Bock. Du hast jetzt auch keinen Bock mehr. Wieder, ne? Ricky, 2 Kills. Ein Kill pro Runde. Moment mal, what? Sonics hat keine Body Armor mehr. Null. What happened, Sonics? Du sollst auf meine Rüstung aufpassen, Mann. Damit. M-Lane, das muss besser werden. Ja, Sonics geht jetzt mal lieber nicht ran. Weil er nur einen Weg versperren würde. So, Zap. Ach komm schon. Das waren 67er. 2. Das sind 97 und 68. 68 ist schon eine Verhöhnung. Bei 67er Chance 68 zu rollen. Ja, aber hat einen trotzdem noch erwischt. Beim Weglaufen hier, die Sau. Zack. Ja, wir nehmen mal kurz das Schild. Wir hätten das Schild wahrscheinlich auch einfach mitnehmen können, damit wir es looten können. Dann wieder schöne 100 XP und nur Müll. Literally nur Grütze. Oh Mann, das Einzige ist, glaube ich, das noch spannend. Die Sachen sind halt wirklich nichts wert. Also die haben keinen Verkaufswert, keinen Nennenswert. Pierce is paid, no longer owned, so maybe I can speak you directly and give you... Hey, das ist doch fast das gleiche. 370 wollt ihr uns geben, wir kriegen 360? Seid ihr doof? Für 10 Kronen mehr ist ja gar nichts. Werden die komischen Magier da auch noch platt machen sollen, glaube ich. So, Krummhund ist immer noch well supplied. Habe ich den ganzen Scheiß jetzt, den ich hier gelootet habe, da. Ich gebe euch das einfach hier. Das brauche ich nicht. Brauchen wir noch mehr Scheiß, den wir gelootet haben? War doch noch einiges dabei, dachte ich. Da.
Der ganze Müll. Ganz so viele Schilder brauche ich dann doch nicht, würde ich sagen. Da ist noch Müll. So, wie sieht das mit Essen aus? Essen ist gerade doof, aber hier gibt es Fisch. Gönnen wir uns Fisch. Gönnen wir uns noch einen dritten Fisch. So. Ja, und das war die Patrouille, ne? 91 Kronen pro Kopf ist schon normal. Aber wir müssen halt Dinge finden. Wir versuchen es mal. Im Zweifel mögen die uns gleich nicht mehr. Weil nach Kronkog ist halt echt nicht viel. Nimm mal drei Stationen. Die dritte Station ist das Zurückkehren. So, Kronkog. Hat aber nicht sichere Straßen bekommen, witzigerweise. Hier ist ein... Ach fuck, hier ist der Verkaufspreis 21. Dammit! Dammit! Da ist noch... Krams. Ich glaube, die 90er Rüstung brauche ich nicht, wenn ich vor allem noch andere habe. Ich würde sagen, so drei reichen eigentlich maximal von jedem. Schwerter bin ich kein so ein großer Fan von. Warum repariere ich die anderen Sachen nicht? Weil ich es nicht auf Reparieren gestellt habe. Ich schlaues Jüngelchen. Ja. Deswegen wird es nicht repariert. Wir sind aber bei 115, das ist ziemlich das Maximum, was wir aktuell haben können. So, jetzt sollen wir nach Wackerfeste. Sehen wir irgendwas finden auf dem Weg. Nomaden. Guck mal. What? Nein, danke, die werden es wahrscheinlich verlieren, die Nomaden, gehe ich mal stark von aus. Die Nomaden machen die Ifrits platt? Run, Forest, run! Run, Forest! Die Nomaden haben gerade die Ifrits platt gemacht, dann holen wir uns jetzt die Nomaden, würde ich sagen. Oder ist das so, habe ich halt nicht so gerade, das ist vielleicht irgendein Nomaden-Leader oder so ein Scheiß? Hallihallo, Abbruch. Wunderschönen. Ich habe schon mal einen Nomad-Leader, glaube ich, getankt. Nomad-Outlaws sind das bis jetzt nur. Wende dich mal hier hin. Ich glaube, ihr kommt ran, ne? Von daher können wir das, glaube ich, so machen. Ja, die kommt zu uns. Guten Morgen. Na, wie geht's dir? Ich glaube, dich habe ich jetzt noch nicht wieder reingenommen in unserem letzten... Oder... Ich glaube, die ging es nicht mehr so gut, also... Du existierst auf jeden Fall in diesem Playthrough gerade nicht mehr. Muss ich mal so festhalten kurz. Ein bisschen leid tut. So sexy. 27 mit Schild ist halt echt nicht so nice, ne? Kannst du hier rüber gehen und dann hier verteidigen vielleicht? Xelikon, glaube ich. Ne, never mind. Nehmen wir hier einfach mal den Highground erstmal. Wie sieht denn Sonic so aus? Okay, wir haben die Müllgarde mitgenommen. 7 haben wir, das sind aber alle die, wie sie hier haben, okay. Mein Leben wird auf cool. Ja, Moment, ich muss kurz gucken. Sono, Ben. Ich glaube, Abbruch, dich hat man nicht. Ich glaube, du bist gestorben oder ich hab dich in Rente geschickt. Nee, Sexy haben wir in Rente geschickt, bis jetzt das einzigen, glaube ich. Es könnte sein. Ich bin der Meinung, du warst, glaube ich, im letzten Run oder so drin. Aber schön, dass du mal wieder reinschaust. Wir haben, glaube ich, auch aktuell niemanden Unbenannten. Rente wäre natürlich schön gewesen. Ich glaube, wir haben bis jetzt nur Sexy in Rente geschickt. Da gibt es doch keine Aufzeichnung, wen du schon in Rente geschickt hast, leider, ne? So, machen wir jetzt ein Duell, wir beiden? Du mit Dodge und Quickhands und ich mit Battleforged? Und Colossus und Gifted und Klimamastery und alles und Student? Ich glaube, Sepp muss hier mal ein bisschen noch die Mitte nehmen. Und Sono muss noch ein bisschen die Mitte nehmen. So, Sono nimmt den mal. So. Dahin.
Sonic stellt sie noch hier hin. So. Kommt mal ran, meine Jungs. My boys. Ich würde nämlich nicht zwei meiner guten Leute dahin haben, dann würde ich eher sagen, dich hier hin und attacken da nochmal. Ben sollte es abkönnen. Genauso wie Sono halt das abkann. Ah ja. Ihr trefft sogar ihr Schweinchen. Ihr kleinen Schweinchen. Danjushka war, glaube ich, auch schon gut dabei. Yo, Danjushka. Übernimmst die. Wie geht's dir sofort? Oder Abbruch? Wie geht's dir Abbruch? Ich glaube, ich würde Abbruch bevorzugen. Hier ist die Hauptgegnerschaft, deswegen werde ich mal kurz hier ein bisschen helfen. Xan übernimmt dann hier oben. Der kann nicht dahin move und angreifen, da fehlen genau 1 AP. Dann wartest du noch mal ein bisschen, vielleicht kommt die ja noch ran. Hallo. Wir umstellen ihn, die Sau. So, jetzt haben wir unseren... Ach, damn it, jetzt habe ich das alles blöd gemacht. Unseren Masamodo Cleavermeister. Müssen wir da mal da reinstellen. Du hilfst hier unten mit. Schön am Bluten, der Junge. Geht's mir? Gestern hat sich Frühling das erste Mal in Leipzig gezeigt und heute sieht's auch fein aus. Ich komme ja eigentlich aus Dresden, ne? Und ich war ja letztes Wochenende in Dresden und Alter, war das kalt. Ich wohne jetzt in der Nähe von Karlsruhe und ich muss mal sagen, da ist ein bisschen wärmer. Also wir haben hier schon gefühlt 15 Grad und Sonne die letzten 2 Wochen. Und ich komme nach Dresden und so, Mütze, Handschuhe brauchst du ja nicht mehr. Ja, fick dich. 2 Grad und Schnee oder Schneeregen. Ich dachte, ich werde nicht wieder. Das war so gemein. Also, das war echt so fies. Und es ist echt krass, wie weit diese Temperaturen auseinandergehen. Das ist echt gemein. So, du hast kein Schild, ne? Batz ins Gesicht. Geil. Jetzt wollen die wieder stunnen, ne? Die Schweine. Miesen Stunnviech da. Aber ja, es ist schön, dass es bei euch auch endlich Frühling wird. Okay. Lutefisk Viking, hallihallo. Wunderschönen guten Tag. Was hat für sie in meinen Stream? Vermute Battle Brothers, aber ich frage lieber nochmal nach. Okay, du willst ihn hauen unbedingt, ne? Hallihallo. Bist du auch ein jemand, der über Hand of Blood wieder zu Battle... oder überhaupt zu Battle Brothers gekommen ist? Weil gefühlt ist irgendwie 80% der Leute, die auf Twitch unterwegs sind für Battle Brothers, ist über das Hand of Blood Let's Play dazugekommen. Du hast mit 38 echt wenig Hitchance. Wir warten erstmal nochmal eine Runde ab. Jetzt sind die Leute weggegangen, ne? Die Gegner ausgegangen. Die du schlagen kannst. Ich meine, wir können da reinmoven. Ah nein, fuck, das sind wir. Ja gut, das ist eine Peitsche. Es ist nur eine Peitsche im Nahkampf. Das ist, glaube ich, schon okay. So, dann können wir hier rein. Du bist jemand, der tendenziell bald sterben könnte. So. Ursprünglich aus Freiburg, da kenne ich den süddeutschen Wetterluxus. Ja, also es. Ich find's übel krass, dass ich war hier schon ein paar Mal, aber das war so im September, da fällt dann das nicht so sehr auf, wie unterschiedlich das Wetter ist, weil das halt, da ist es überall noch halbwegs warm oder auch mal kalt, wie gesagt, das ist dann nicht ganz so auffällig, aber jetzt im März ist es übel. Durch meinen Bruder drauf gekommen, der das Spiel abgöttisch liebt und ich das Ding eher in eine Hassliebe setze. Ich habe zu viel Sorge um meine Leute und er verheizt ihn gern wie dumpfes Fleisch. Ja, ein paar davon sind ja auch Fleischschilde. Hier, ne? Der Sono, weiß ich zum Beispiel, der hält das einfach aus. Von dem können sie rumprügeln, wie sie wollen. Das ist wurscht. So, jetzt haben wir hier 50, 38, 27. Ja, dann. Zack, zack, schade. Du darfst nicht mehr.
Jetzt haben wir hier 53 statt irgendwie 38. Das ist schon mal eine bessere Option. Aber wir zwei Leute noch dazu gekriegt haben. Sehr gut. Aber ja, ein paar, also es gibt Situationen gerade am Anfang, wo ich einfach Leute, wo ich ein paar Leute habe, die ich behalten will. Und dann baue ich einfach so einen Speckgürtel an Wegwerf-Brothers auf, die dann, damit die anderen überleben, die dann aufmerksam auf sich ziehen sollen, einfach nur damit die anderen überleben. Das ist zum Beispiel nicht, eigentlich nicht so einer. Aber der wird gerade so ein bisschen, der kriegt gerade das Ergebnis ab. Kopf ab, geil. Aber ja, das ist, es gehört dazu. Das, Brothers sind eine Ressource. Und Ressourcen sollte man benutzen. Ey! Als ob der da rauspeitscht. Ansonsten ist es irgendwie Quatsch. Nice. Schade, nicht so nice. Ja, was machst du denn jetzt? Ja, nee, dann bist du durch. Wenn du nicht kämpfen kannst, bist du durch. Verprügel sie. Der hat keinen Bock mehr, der will laufen. Finde ich gut. Dann können wir ihn aufschneiden. So, aufgeschnitten. Hier ist noch erstmal was anderes. Ey! Ich wollte eigentlich, dass der da runterfliegt und ich da aufgehe. Der hat immer noch Bock, ne? Ich stell mir das gerade so geil vor. Einer so in der Tunika mit einem Speer. Und gegenüber so voll platten Rüstung montierte mit einem dicken Schild und einem fetten Schwert. Und der so, der hat mir ein Schwert. Ich mach dich! Ich mach dich! Ich komm wieder ran, wenn du mich wegschubst. Ah, finde ich aber eine lustige Vorstellung. So, 85, 95, zack. Er hat keinen Bock mehr. Ich glaube, es ist mit dir eine Hassliebe wegen dem RNG. Lass nochmal dein Schild weg hier. Oder warum? Schmeiß dich von der höheren Ebene und dann rennst du einfach zurück. Und sagst mir im Gesicht, ich werde dich pieksen. Ja, so ungefähr. Aber es ist halt ein Typ in der Tunika, Mann. Mit einem, okay, mit einem Speer, der fürs Kämpfen, nee, fürs Wildschwendjagen gemacht ist eigentlich. Also das ist schon special kind of stupid. Oh, da blutet ja einer von meinen Leuten. Hm. Ja, Wuffi, mach mit. Da kam die Zweihand-Option mal durch. Der hat einen Auftrag, der will das Gesicht zernadeln. Aber ich habe jetzt meinen Gesichtsschutz. Der kann das Gesicht nicht mehr zernadeln. Nicht so einfach zumindest, wenn ich mein Schild ordentlich einsetze. Ja, bei ihm kann er wohl den Körper zernadeln anscheinend. Ich glaube schon, dass die Jagdsperre besser als die Milizsperre. Alia Luxan. Ja, die wurden halt für Wildschweine gemacht und wir wissen alle, die Jungs hier sind alle Schweine. Ganz einfache Erklärung, deswegen funktionieren die besser. Ich brauche den Rotation-Skill, damit ich meine Hunde rausrotieren kann. Auf mehr Leuten. Damit die sich keine Sperre leisten können. Ja, anscheinend keine guten. So, da können wir schon mal einen Hund rausrotieren. Der kann außen rumlaufen. Milizsperre sind zumindest in meinem Kopf doch einfach nur eine Metallspitze und ein langer Stock. Mehr ist das doch nicht. Ja, das ist ja in dem Spiel hier auch so eine Metallspitze und ein langer Stock. Haben wir noch ein paar Level-Ups. Ein bisschen Essen, Gold nehmen wir. Medical Supplies, das ist gut. Dich brauchen wir nicht. Ich hätte dich gern noch, auf jeden Fall. Ich hätte dich gern noch, du bist was wert. Dich. Ja, den Rest halt, wir können einfach alles nehmen, ich habe es verpeilt. Good job, keiner gestorben hier. Das ist eigentlich. Also, wir sind bei Tag 160. Wenn jetzt noch Leute sterben, ist tatsächlich das. Schlecht. Schlecht gespielt oder ein sehr, sehr schwerer Auftrag ausgesucht. Also, sonst eine schlechte Auftragsauswahl. Also, wir sind an dem Punkt angekommen, wo wir eigentlich climben wollen und konstant nach oben verbessern wollen, unsere Leute. Allerdings ist es bei uns so, dass wir. Ne, ich spiele einen Kultisten-Run. Das heißt, wir haben besondere Events, die alle Nicht-Kultisten nicht so geil finden. Wir spielen für den Blutgott in dem Fall. Falls du
wohl viel von dem Run verpasst. Ja. Xan, du warst ein bisschen nicht da. Wie geht's dir eigentlich, Xan? So, jetzt die Frage, Ausdauer oder was anderes? Resolve wäre noch ganz gut, außer er wird irgendwann ein Kultist, dann braucht man Resolve tatsächlich nicht. Oder weniger auf jeden Fall, weil er einen Resolve-Bonus kriegt. Ich glaube, ich gebe ihm lieber Ausdauer. Ich glaube, ich gebe ihm auch mal die Axt-Mastery, weil ich finde es eigentlich geil, was mit der Axt hier passiert. Und wenn nicht die Wurfaxt, sondern die normale Axe-Mastery. Ja, dann kann die Long Axe nämlich auch im Nahkampf besser angreifen. Dann haben wir hier noch ein Level Up. Mit Sexy Hexy. Plus 1 auf Melee Defense ist ja beschissen. Ja, und toll, du hast Resolve-Bonus. Yay! Auf jeden Fall Ausdauer, glaube ich. Die plus 2, die Ausdauer. Dann müssen wir nicht mehr so zerschossen werden, würde ich sagen. Nehme ich bei dir wirklich das Schwert. Schwert hatte ich jetzt nur genommen eigentlich für den 10% Hit-Bonus. Also ist übrigens auch sowas, Lutefis, ne? Also es gibt ganz viele Sachen, die so implizit sind, die du nicht merkst, weil beim Schwert steht es nicht dabei. Hey, kriegt übrigens einen 10% Hit-Bonus auf normalen Attacken. Sondern siehst du erst, wenn du hier drauf gehst, also dass der Speer 20% extra kriegt. Was der Grund ist, warum Gegner, die Speere haben, gerade im Early-Game ein bisschen gefährlich sind, weil die deutlich häufiger hitten als alle anderen. Ich bin halt derzeit am WE immer so am Hin- und Her-Pendeln, um meinen Haushalt zu vervollständigen. Da habe ich nicht so viel Zeit zum Streamen. Alles fein, Xan. Alles fein, so. Du hast eine zerschnitten. Oh, ist doch nichts. Ja, dich müssen wir mal austauschen. Hier, Topsy, it's your turn again. Genau, so haben hier die Kultisten. Deswegen gibt es immer wieder Situationen, wo wir gestern zum Beispiel hatten wir eine Situation im Stream, wo ein Event kam, wo wir einfach, ich glaube, an 3 Leute effektiv verloren hatten. In der Aktion. Was mache ich aus dir? Was mache ich aus dir? Du hast extra Damage und du bist bloodthirsty. Glaube ich gar nicht so eine doofe Kombination ist. Will ich dir eine andere Waffe geben? Ist nicht die Frage der Fragen so ein bisschen. Ich glaube, also keine Zweihandwaffe. Dafür bist du, glaube ich, nicht gut genug. Dafür bist du, glaube ich, nicht gut genug. Pflege. Nee. Nicht so gerne. Ein Stun. Und Maze. Zum Stun eigentlich auch schon ganz geil. Ich weiß nicht, also. Schwert ist nett, aber Schwert ist halt. Ich meine, er ist Level 5. Er könnte noch ein bisschen kriegen, Melee Skill. Von daher könnten wir ihm auch. Anderes geben. Ich glaube, ich würde ihm erstmal den Rotation-Skill geben oder Brawny. Wobei Ausdauer hat er gerade genug. Ich glaube, ich würde mit ihm wieder auf Battleforged gehen für dicke Rüstung, weil Ausdauer, wie gesagt, hat er schon ganz gut, dafür, dass er minus 10 trägt. Ist Bonk nicht so gut bei Battle Brothers? Welches Bonk? Moment, was ist das hier? Achso, Knüppel. Doch, Knüppel ist eigentlich ganz gut. Du meinst hier den Mace, den da. Ich dachte, du meinst meinen Sound. Weil du so ein Anführungszeichen geschrieben hast. Doch, der Knüppel ist eigentlich schon ganz geil. Hast du schon recht. Das Problem ist bloß, dass er noch einen relativ niedrigen Melee-Skill hat. Und deswegen noch nicht ganz zuverlässig trifft. Und deswegen das Stun, was ich ja dadurch krieg, auch eher unzuverlässig ist aktuell. Das ist, glaube ich, so mein Problem, was ich damit habe. Aber ansonsten ist der Knüppel schon gut. Nehme ich nicht falsch. Vor allem, weil es relativ effektiv gegen Rüstungen ist. Ja, Olenim hat eine Einhandaxt, weil die ist noch effektiver gegen Rüstungen. Und dann haben wir noch ein bisschen mehr, was Schilde spalten kann. Also, ne, ich überlege immer, wenn ich eine Waffe nehme, der Basis-Attack ist meistens relativ gleich. Abgesehen vom Fatigue, der variiert ein bisschen. Aber... Ne, hier 38 bis 49 versus 33 bis 49.
Macht nicht so einen großen Unterschied. Der Unterschied, der in den Waffen für mich ist, ist immer eigentlich der zweite Skill, sag mal der Utility-Skill. Jede Waffe hat ja einen anderen, oder jeder Waffentyp hat ja einen anderen Utility-Skill. Hier kannst du halt, wenn da jemand dich haut und dich nicht trifft, kann er zurückschlagen. Was gegen sowas wie Werwölfe ganz geil ist, weil die halt viel häufiger angreifen, als du selber kannst. Hallihallo, Alex Zilov. Wunderschönen guten Morgen. Ne, weil Werwölfe oder Direwolves greifen ja dreimal an, wenn sie an dir dran stehen, und du kannst selber ja nur zweimal angreifen, von daher ist Riposte gegen den einzelnen Werwolf, der dich angreift, schon ganz gut unter der Voraussetzung, er verfehlt dich. Wenn alle drei daneben gehen. Braucht man halt entsprechend hohen Defensive Skill. So, aber das benutze ich fast nie, also weil ich stelle mich selten an den Gegner ran und sage, yo, hau mich, du triffst mich ja nicht. Die Songs sind ziemlich nice, ja. Wobei ich das Problem habe, ich habe jetzt 170 Stunden in dem Game, langsam wiederholen sie sich. Deswegen will ich irgendwann vielleicht nochmal gucken. Es gibt ja schon eine More Music Mod und ich muss mal gucken, wie die gemacht wurde, aber da sind leider geschützte Sachen drin, und wenn ich das hier auf YouTube bringe, ist das ein bisschen doof. Aber es gibt ja von anderen Spielen, und die Spielmusik ist dann meistens nicht geschützt, von anderen Spielen Musik, die vielleicht da ganz gut reinpasst. Ich denke da so an Elden Ring zum Beispiel, an so ein paar Boss-Themes und so. Ich glaube, die passen insgesamt schon okay da rein. Genau, jetzt mal kurz zu dem hier zurück. Hier haben wir halt einen Schildspalter drin, ne? Wenn wir gegnerische Schilde zerstören wollen, gegen sowas wie Südländer ganz gut, weil die Schilde super schnell kaputt gehen. Dann haben wir hier das. Das ist halt, hey, wir können auf den Kopf besser treffen, was ganz nett ist. Tatsächlich mit der Kombination mit dem garantierten zweiten Kopfhit ganz geil, weil dann kannst du einfach mit dem normalen angreifen und hast einen garantierten Kopfhit, wenn du mit dem hier vorher einen Kopf getroffen hast. Ohne dass du halt die 25 Fatigue ausgibst und nur die 13, also für halbe Fatigue sozusagen einen garantierten Kopfhit. Ist ja eigentlich eine ganz nette Idee. Genau, du hattest aber eigentlich ein Schwert hier, wir haben sogar ein besseres Schwert für dich, das habe ich noch gar nicht gesehen, ups. Ja, sehr gut, dass wir da mal kurz durchgegangen sind. Genau. Ja, die Spearwool mag ich zum Beispiel noch ganz gut. Weiß ich zum Beispiel, dass sie ganz gut ist, um sowas wie Spinnen oder Werwölfe halt weg, Direwolves oder sowas wegzuhalten. Oder auch Orks, weil die rennen halt relativ stumpf da rein. Also die ignorieren halt die Spearwool nicht. Menschliche Gegner versuchen die Spearwool zu umgehen. Auf einem gewissen Schwierigkeitsgrad zumindest. Ja. Sowas in der Richtung. Also ich. Das hier, und, achso, genau, und das ist noch, ne, das macht Blutungen, das ist der eine Bonus, den es hat, und der zweite ist, gegen alles, was irgendwie untot ist und wiederkommen kann, also die Wiedergänger, ne, du hast ja manchmal so Wiedergänger-Matches, wo du irgendwie 20 Wiedergänger hast, wenn du die halt nicht köpfst, kommen die halt ständig wieder. Tag 160 haben wir, glaube ich, gerade besprochen, Alec. Ich glaube, ich bin nicht gut dabei, bei Tag 160, ganz entspannt, aber ich spiele es hier relativ slow, nicht optimiert, nicht geminmaxed. Hier, Tag 160. Und wir spielen vor allem Kultisten. Also wir haben hier einen Kultisten-Run am Laufen. Welcome to the Hamlet. Danke für den Follow. Genau, wir spielen einen schweren Start, weil wir Events kriegen, die alle Leute in deiner Party, also hier, ne, nicht mögen, so sehr nicht mögen, dass sie im Prinzip instant abhauen, wenn du da die Events kriegst. Weil da geht es darum, Leute zu opfern. Dafür kriegst du aber bei deinen Kultisten hier solche Boni. So Resolve-Boni, und dass sie keine Moral-Checks und sowas kriegen. Und das levelt sich dann langsam hoch. Deswegen ist das eigentlich schon ganz... Oh, der ist ja klumpfüßig. Deswegen sollte ich den vielleicht nicht hinten einsetzen. Naja, egal. Aber ich war nie so weit, dass dann hast du zumindest dann, was ich, du bist ja doch voll weit zurück, sondern du bist dann eher rückweit. Aber wir haben zumindest Köpfe gekriegt, ja, das heißt, wir kriegen schon mal irgendwie 600 Kronen mindestens. Wir sind ja gerade auf einer Patrouillenquest. Also das Schwere ist wirklich an dem Spiel, auch für dich, Alec, hallihallo nochmal. Das Schwerste an dem Spiel, würde ich sagen, sind die ersten 20 bis 50 Tage. Die stabil zu überleben, weil da ist ganz viel auch einfach, hey, ich opfer Leute, damit die guten Leute von mir, also du musst dann gucken, welche die guten Leute sind, meistens sind die Stadtleute die besten, die du am Anfang kriegen kannst, dass die XP kriegen und leveln und alles, was ich drumherum kaufe, möglichst billig, im Zweifel auch nur so für 50, 60 Kronen, ne, die einfach nur im Weg stehen, damit ich Leute kaufen kann. Und das ist schon mal geil, machen wir einfach 100 plus... Damit. Ich brauche nicht
glaube, hier ist der Preis sogar okay, ne? Mit 18? Ja, da können wir den Müll raushauen. Hier können wir den Müll, den wir gekriegt haben, raushauen. Haben wir noch mehr Müll? Achso, und das, damit will ich eigentlich noch irgendwas machen, aber da habe ich noch nicht... Ich dachte, das passt so ganz gut zum Kultisten, so einen Dark Coal zu haben. Aber da muss ich mal gucken, wie ich die einsetze. Das ist noch Müll. Nämlich auch nichts wert. Aber wenn wir hier 19 haben, können wir eigentlich auch das Langschwert raushauen, weil wir das nicht brauchen. Noch was verkaufen? Nee, ich glaube gerade nicht. 76 ist auch relativ wenig. Ja, also... Ja. Bonk ist schon gut. Bonk kann halt stunnen. Wo die Gegner halt... Wodurch tun, das haben wir ja gar nicht gemacht. Das will ich noch kurz zeigen hier, wenn ich das nehme. Das ist auch wieder ein relativ normaler Attack. Ist halt ganz okay gegen Rüstungen, aber hat hier halt den Stun. Wenn du da die Fähigkeit hast, kannst du sogar 100% Chance, wenn du hittest, zu stunnen. Was halt heißt, du kannst Gegner halt rausnehmen. Gerade gibt später dann so Champions und sowas, wenn du die halt gestunnt kriegst. Aber jetzt haben, glaube ich, sehr viele besoffen gemacht. Wäre es schon awesome. So, sind wir nach Krummhorn zurück. Wir haben aber echt wenig geholt an Leuten. Ich würde eigentlich gerne noch mal eine Patrouille irgendwie treffen. Wäre ganz gut. Und Alec, ich erzähle euch allen mal mein Kennenlernen von Battle Brothers. Das war ungefähr 2017. Und ich habe es einfach blind gespielt und dachte, yo, muss ja gehen. Auf Beginner ganz okay, aber dann habe ich mich noch ein bisschen belesen. Da festgestellt, okay, auf Veteran gibt wohl Schwierigkeiten. Payment, now please see the door. People are beginning to notice you and they did not come here to feel uncomfortable. Wow. Genau, so 2015 und ich habe es blind gespielt. Auf Beginner ging es so ein bisschen. Meine Brüder haben heute einen Feiertag. Wieso einen Feiertag? Den verstehe ich nicht. Und ich habe es gehasst. Also wirklich, ich habe so 30 Stunden immer wieder neu gestartet und bin immer wieder gestorben, immer wieder verreckt. Und ich habe das Spiel gehasst. Ich habe denen sogar negative Review gegeben. Ach so. Ja, okay. Ja, zweimal eine Runde bekommen. Ja, ja, ja. Genau. Also ich fand es wirklich, wirklich blöd. Und dann wurde auch unter meiner Steam-Review geschrieben, du hast nur 30 Stunden, du kannst das Spiel gar nicht beurteilen, du bist noch nie weit genug gekommen, wo ich gesagt habe, ich habe irgendwie 8-mal versucht, ins Spiel reinzukommen, einen Run irgendwie stabil zu bekommen und bin immer an dem Punkt gescheitert, dass ich kein Geld mehr hatte, beziehungsweise sehr wenig Geld und in Reichweite diese Aufträge gegen so schwere Gegner waren, dass ich immer gewiped bin. Was soll ich denn machen, wenn ich das 5, 6, 7 Mal mache in 30 Stunden? Das ist doch kein Spieldesign. Das Spiel sagt mir nicht, was ich falsch gemacht habe. Und hab damit eigentlich das Spiel beendet gehabt, ne? 30 Stunden zur Seite gelegt und gesagt, ist ja wohl kein Spiel für mich. Und jetzt habe ich halt angefangen, okay, hab dann, ne, lange liegen lassen. Und jetzt mit Hand of Blood, der nochmal ein Let's Play gestartet hat auf YouTube, habe ich mir gedacht, okay, probierst du das nochmal, gibst dem Spiel nochmal eine Chance. Wenn es Leute so gut finden, muss ja irgendwie... Und habe auch viel gelernt. Zum Beispiel, dass man halt wirklich viel auf dem Schlachtfeld ausnutzen muss. Du kannst nicht einfach straight in die Gegner reinrennen und irgendwie versuchen zu gewinnen, sondern du musst wirklich viele Mechaniken nutzen. Ne, du musst halt nutzen, dass du hier irgendwie Hunde hast, die dir entweder Gegner vom Hals halten ein bisschen, weil sie, ne, weil sie einfach Leute aufhalten, weil sie ja gar nicht so oft getroffen werden. Deswegen sind sie ganz gut im Ausweichen. Höhenvorteile nutzen. Achso, die haben übrigens keinen Perk gegeben. nutzen, gerade am Anfang, dass man vielleicht mal eine Gegnergruppe in eine Karawane reinzieht oder sowas und dass die sich dann gegenseitig fighten lassen. Irgendwie sowas. Alles, was dieses Spiel halt gibt, auszunutzen. Und dann geht's eigentlich auch, dass man das am Anfang ein bisschen stabil kriegt. Ja, das Wichtigste ist wirklich am Anfang so plus minus null rausgehen und deine Leute leveln. Die Leute leveln ist halt auch Progress, den man nicht vergessen darf, auch wenn man kein Geld plus macht, XP mitnehmen. Weil es nicht geht. Das Problem ist, Moment. Kultisten, das ist übrigens auch eine Mod, die ich mir installiert habe, zum Beispiel, dass ich in-game sehe, weil das könnte ich auch extern nachgucken, wie die zufälligen Ranges von diesen Hintergründen sind.
hilft mir extrem dabei und ich habe mir auch das bisschen einfacher gemacht, was das Ausprobieren der Leute geht, bevor ich sie rekrutiere. Du siehst hier gerade, dass Kultisten haben 32 bis 42 Ranged Skill. Selbst wenn ich 42 Ranged Skill habe und da zwei Sterne drin habe, komme ich gerade so auf die 80 Ranged Skill, was nicht so gut ist und vor allen Dingen brauche ich irgendwie 4, 5 Level, um in den nutzbaren Bereich von 60 plus Ranged Skill zu kommen. Es ist einfach, es ist schwierig. Und dann haben wir halt das Problem, wir hatten bis jetzt einen guten Range-Dude, der war wirklich insane. Der hat irgendwie mit 47 gestartet und hatte 3 Sterne drin. Also der wäre irgendwie auf die 93, 94 Range-Skill gekommen mit allen Level-Ups. Aber dann hatten wir das Event, wo ich, was ich vorhin schon erwähnt habe, was alle Nicht-Kultisten nicht so geil finden, und da war Hexenjäger. Und seitdem haben wir keinen Range-Dude mehr, also... Nee, weil Wurfwaffen ja auch den Range-Skill brauchen, die treffe ich ja auch nicht. Also ja, ich könnte Wurfwaffen benutzen, aber ich treffe ja nicht. Ich habe mir tatsächlich angewöhnt, entsprechend bestimmte Arten von Verträgen zu ignorieren. Zum Beispiel Verträge mit Vertreibe Brigands von XYZ lasse ich weg, weil die haben normalerweise gesicherte Behausungen in irgendeiner Form, oder die meisten haben gesicherte Behausungen in irgendeiner Form, plus Range Dudes dahinter. Die zerschießen mir meine Leute, bevor ich da irgendwie in Reichweite komme, lasse ich. Mache ich einfach nie. Außer sie sind super billig, weil dann habe ich genau, glaube ich, einen gemacht bisher. Wir wollten eigentlich gucken, ob wir dich fürs Schwert nehmen. Ich glaube, du wirst aber immer ein Schild brauchen als Defensive, von daher kriegst du jetzt Shield Expert. Genau. Also es gibt einfach Sachen, die ich halt nicht mache, um das zu vermeiden. Um meine. Mir ist meine Schwäche bewusst, dass ich keine Ranged-Waffen habe und dass ich wenig Ranged-Defense habe. Die beiden kombiniert heißt, ich kann gegen andere Gegnergruppen, die viel Range haben, fällt es mir extrem schwer zu kämpfen. Deswegen eher nicht. Rundorf ist halt super nah. Das ist auch super nah. The Trademaster in Sandfels. Okay. Deswegen aktuell, also in dem Run nicht. In einem normalen Run bin ich ein Fan von Armbrüsten. Armbrüste, die Level 2 Armbrust mit dem Armbrust-Trade ignoriert er schon 70% des Damages. Also der Rüstung, so rum. Des Damages ignoriert Rüstung. Also 70% geht direkt auf HP, was super nice ist. Mehr! 1000 sollten wir eigentlich machen. 1000 hört sich nach einem guten Contract an. Oh, what? Dahin? Dann sind wir noch nie gegangen. Ceremonial Staff. 10 Thieves. Ne, a few Brick Marksman, a few geht. Goblins sind auch schwierig, ja. Nee. Goblin-Bögen, also die Goblin haben ja Bögen, die machen nicht so viel Damage. Die vergiften zwar, wenn ich Pech habe, aber die machen insgesamt nicht ganz so viel Damage. Und daher ist das schon kind of okay. Also ich habe nicht so viele Goblins bis jetzt gehabt. Ja, das ist zum Beispiel das Problem. Goblin Wolfrider fand ich besser als Goblin. Ja. Ich habe auch eine Kultisten-Run versucht, mal im Barbarengebiet also im Norden anzufangen. Das ist übrigens super ätzend, dass er schon zweimal gehittet wurde. War ein Problem. Ging nicht so gut. Sind wir ehrlich. Ging nicht so gut. Also, die haben mir komplett die niedrigsten Basic-Barbaren haben mir komplett die Hütte eingeworfen. Ich konnte nichts tun. Oder fast nichts. Das war echt unangenehm. Hat keinen Spaß gemacht. Ja, oh, der will werfen. Ich weiß nicht, ob wir vor ihm dran sind. Das wäre gut, wenn wir vor ihm dran wären. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Und Goblin Wolfrider, wie gesagt, fand ich von daher eigentlich ganz okay, weil im Zweikampf sind meine Leute inzwischen ganz, ganz machbar. Nur im Einzelkampf, in dem Fernkampf halt nicht. Ja, die haben so viele Wurfwaffen, das ist einfach nicht witzig. Das ist einfach nicht witzig. Jetzt überlege ich gerade, ob ich hier hingehe, damit er nicht wirft. Mache ich auch. So. Wie die werfen, wie Rentner. Meinst du wegen der Geschwindigkeit? Spielst du sonst mit einer Geschwindigkeitsmod oder was? Ich mache den Hund nach hinten.
Ja, ich dachte, er geht da rein. Also ich dachte, er rennt irgendwie außenrum, aber hat er nicht gemacht. Gut, dann hätte ich vielleicht hier unten hin platzieren sollen lieber. Aber so, du kannst gleich mit dem Hund tauschen. Also ich... Ja, es gibt Geschwindigkeitsmods, aber ich ach so, ja, die treffen auch nicht. Ja gut, hab halt gute Leute, ne? Hier, zack. 79 ins Gesicht. Oder Prozent. Also, ne, wir haben halt hier wirklich schon Leute, die irgendwie 32, über 32 Defense ist gar nicht so viel, aber ja. Weil selbst als Turtle hast du Probleme, wenn an jedem Dude drei Wolfrider stehen. Achso, haben 14 AP und gehen straight auf die Backline. Xan, du bist viel zu weit in den Stats drin, holy shit. Allein, dass du weißt, dass, welche AP die haben. Aber ja, ich weiß, dass sie versuchen, immer außen rum zu laufen. Ich habe das schon ich hatte schon mal einen Fight, wo Wolfrider sich komplett Norden, Süden aufgeteilt haben, während ich reingelaufen bin. Sind hinten, waren hier hinten, da habe ich mich umgedreht, dann sind sie wieder zurückgelaufen. Ich habe halt nicht so klassische Ranged Backliner, von daher war das dann schon irgendwie witzig, was sie da gemacht haben. War witzig, was sie da versucht haben zu tun. So. 70. Impale. Zusätzliche Backstabber als Perk, ist das nervig. Habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Also, bis jetzt war mit Wolfrider relativ egal. Fand ich okay und machbar. Der will hier gleich rein. Ach ne, der kann nicht steppen wegen dem Hund. Never mind. Du läufst mal außen rum. Gehst mal dann auf die da. Langsam. Wir schieben dich einfach mal ein Stück weg. So. Wuffy? Wir gehen da hin und setzen Wuffy einfach hier hin. Dann hat Wuffy noch ein bisschen Action. Also, ich fand's okay. So. Batz. So, und du tauschst jetzt mit Wuffy. Wir wollen den aufschneiden. Ey, Schweinerei. Kommt auch auf deren AI an. Manchmal total easy. Findest du? Also, ja, ich hatte halt schon mal einen Fight, wo ich mir dachte, was wollt ihr denn? Ey, es rennt überall rum. Yeah. This is big brain time. Danke. Ich hebe es mal als Lob. Hoffe ich. Aber ihr seht schon, also, ne, das Gefährlichste an den Gegnern sind gefühlt die hier hinten. Okay, und das. Stunt werden es auch eklig. Okay, der rennt. Dann geben wir ihm noch einen und gehen einen Schritt hoch. Und der stirbt jetzt wahrscheinlich sowieso die Runde. 73. Euch treffen halt nicht so gut, ne? Geben wir dir noch einen schönen. Geben wir dir mal das Schild weg. Barbaren mit Unholden. Soweit bin ich auch noch nicht. Also ich habe noch keine Barbaren mit Unholden getroffen. Ich habe bis jetzt nur einmal in einem Run am Tag 29 eine Hexe mit einem Unhold getroffen. Ich dachte, das soll es nicht, aber scheiß Ernst. So, haben wir den mal gestunt. Da macht er nämlich nichts mehr. Dann können wir den eigentlich auch noch versuchen zu stunnen. Schade. So, und du bleibst jetzt mal stehen. Arschkeks. Ein Unhold und Hexe geht, ja. Auf Tag 29 nicht? Auf Tag 29 nicht? Ich habe versucht, übrigens den Kopf zu treffen, hat nicht funktioniert. Yes! Wenn Masumodo da reingeht, ne, bis hier runter, sind alle, haben alle Angst vor ihm. Alle. Bin ich gut. Find ich gut. So, Kopf ab. Kopf ab und Blutung rein. Also ja, inzwischen würde ich auch sagen, ein Unhold, eine Hexe wäre okay. aber ja. Nicht an Tag 29. Die Bäume, die Schratz. Bei den Schratz habe ich das, also musst du, glaube ich, sehr genau aufpassen, wie du dich positionierst, weil die ja immer diese Linienattacken haben. Und du brauchst, glaube ich, ein paar Leute mit Overwhelm, damit die mir nicht ständig hitten, also damit die möglichst selten hitten. Ohne Overwhelm ist das, glaube ich, sehr, sehr eklig, das stimmt. Jetzt holen alle die Messer raus und stemmen die Leute. Nee. Scheiß auf Messer.
Die machen die einfach so platt. Aber ja, Messer würde den Loot optimieren, das ist schon richtig. Aber muss nicht sein. Wir machen die einfach so rund. Der ist noch gestunt, der weiß noch gar nicht, wie ihm passiert, ey. So, so wie das Problem, dass du hier irgendwie rumlaufen musst. Oh, wow. Das hat ja nicht gut funktioniert. Rein hier. Aber ja, also ist schon richtig, Messer rausholen würde helfen, den Loot zu optimieren, weil dann beschädige ich weniger und krieg mehr von den Sachen, die wir haben. Aber ich glaube, wir könnten sowieso nicht so viel mitnehmen, weil wir ja unser Inventar relativ voll haben. Von daher müssen wir das, glaube ich, nicht so krass optimieren. Ist, glaube ich, okay. Juhu, Sono hat ein Level-Up. Ich glaube, Sono müsste bald Level 11 sein. Das ist geil. Nehmen wir die ganzen guten Sachen erstmal mit. Noch ein paar Helme. Helme sind sogar kind of wertvoll. Du-Helm, ja, ist schon okay. Ah, da haben wir das anders. Will ich alles mitnehmen, ne? Ja. Aber ja, Schrat ist ein. Moment mal. Oh. Oh. 2500 statt 1100, ne? Ich glaube, den Deal würde ich mal eingehen. Alter, das ist über das Doppelte, was wir von ihm kriegen. Ja, wir machen das. Das heißt, Kronenkok haben wir jetzt ein bisschen verprellt. Aus Kronenkok, aber ist immer friendly. Also ja, das hat einiges abgezogen, aber das war richtig viel Kohle. Wenn die auch alle nebeneinander stehen und man sie nicht zirkeln kann, ja. Ja, ich glaube, ich habe den Vorteil, also ich glaube gegen Schratz, ne, Overwhelm. Gut positionieren, dass sie sich mit diesem Rain, also mit dieser Linienattacke nicht treffen können. Und dann mit großen Zweihandwaffen kämpfen. Also gerade mit den Range-Zweihandwaffen, mit den Äxten und sowas, funktioniert das ganz gut, weil die relativ viel Damage machen, auch an den Schrats. Insgesamt. So, nochmal einen ausgeben hier. Mm. Oh, wir waren sogar ein 4000er Oathtaker. Holy shit. Will ich aber nicht machen, weil ich vermute, dass der relativ bald weg ist. Den können wir nochmal tryouten. Das wäre zum Beispiel einen Kultisten, den könnten wir sich überlegen, damit wir überhaupt mal irgendeinen Range-Dude dabei haben. Ne, der hat irgendwie alles ziemlich geil. Abgesehen vom Melee-Skill, der dann halt nicht so wichtig ist, hat er alles ziemlich geil gerollt. Holy shit. Okay, und die Resolve nicht, aber Resolve ist bei den Kultisten halt nicht so wichtig, weil die eh dann durch die Events Resolve-Boni kriegen. Weil ich scheiße bin, Xan. Ich habe ja gesagt, ich mache hier einen Slowplay, außerdem habe ich immer wieder Leute verloren. Und ich nehme jetzt auch den hier mit, damit wir ihn auf Range trainieren können. So, und dann können wir doch, wir hatten doch hier vorhin... Wer war mal wieder da? Abbruch, stimmt, Abbruch können wir mal wieder nehmen. So. Abbruch. Ich nenne es jetzt nicht sofort Abbruch. Du kriegst erstmal das, damit du was hast. Du könntest das hier direkt runternehmen. Können wir schon mal auspacken. Hier sortieren wir mal den ganzen Kram. Nämlich auch noch ein paar Sachen auf Reparieren stellen. Und verkaufen dann später. Weiß nicht, ob sich bei dem lohnt, wirklich bei dem Helm. Ist immer noch ein gutes Schild, was wir irgendwann jemanden geben können, der genug Ausdauer hat. Dir zum Beispiel. The Sacred, hier. Have fun mit besserem Schild. Und wir wollten, dir was, hier, zack. Quiver of Arrows, Quiver of Bowls brauchen wir. 3 Sterne in Melee-Dev, ich hoffe ich kann, du bist aber ein Rangy, mein Leben wird auf cool, genau. Das sind halt keine Kapitalisten, die leben eher für die ihre Gottheit. Ja, also, das ist hier tatsächlich ein Run, oder einen Playthrough, wo ich mir bewusst war, dass es immer wieder Rückschläge geben wird. Wir haben ja zum Beispiel einen sehr, sehr guten Dude verloren, den wir lange hatten, der die Leute immer gepeitscht hat und der sehr gut darin war, auch dann die Waffen wegzunehmen und sowas. Also das dürfen wir nicht vergessen, dass wir solche Sachen halt nicht mehr haben. Ja, zack. So.
Muss ihn nur halt irgendwann mal einsetzen. Das ist so ein bisschen, wir müssen gucken in Kämpfen, wo es nicht so wichtig ist, dass wir hier unsere beiden Backliner haben, werden wir ihn wahrscheinlich mal einsetzen dann dafür. Sono Level 10. Moment, was? Du bist denn unser Battleforge Perky. Plus 2 ist natürlich echt traurig. Plus 2 ist echt traurig. Die plus 3 ist geil. Aber die plus 1 ist traurig, die plus 2 ist traurig. Uff. Nehme ich einfach die plus 4, damit wir nicht zu, mit der bisschen Range Defense hat. Wahrscheinlich nehme ich die plus 2 trotzdem noch. Mit 5 von 6 Fraktionen im Krieg hast du den Banditenstadt gemacht oder was? Den Notbanditenstadt ist es nicht. Dann hast du Noble War wahrscheinlich, ne? Und hast für eine Fraktion Dingens ergriffen, Partei ergriffen, oder? Würde ich vermuten. Hätte ich jetzt vermutet. Aber nehmen wir die plus 1 trotzdem noch. Ich glaube, ich nehme die plus 1 trotzdem noch tatsächlich. Weil Melee Defense einfach sehr, sehr stark ist. So, du hast. Ja, ich muss dir mal den Klima Mastery geben, ich Vollidiot. Du hast die Klima Mastery immer noch nicht gehabt. Spielt einfach seit 10 Level Klima, hat keine Klima Mastery. Der macht gar keinen richtig guten Blutungsschaden. Ja, oder Karawanenüberfall, das ist die andere Option, um alle gegen sich aufzubringen. Das mögen die auch nicht so. So, was hat man jetzt hier noch für Aufträge? Ja, delivern nach Sandfels. Sandfels ist, glaube ich, ein Stück weit weg. Sandfels ist da drüben, ne? Ja, Sandfels ist gefährlich, weil wir hier haben ja noch einen Holy War, der läuft, ne? Hier unten mit denen. Und da ist Sandfels natürlich mittendrin. Wobei es ihm dafür gerade relativ gut geht. Bin gar nicht so sehr abgebrannt. Und Adelsarmeen, aber der Loot, ja. Kann ich mir vorstellen. So, was war deine Aufgabe hier? 670, we need to be more. Kill Marauding Greenskins. Okay. Marauding Greenskins für den Preis ist aber wieder Sandfels. Nee, dann eigentlich nicht. Sandfels hat mich schon mal übel viel gekostet. Dann lieber Brunndorf, let's go. Also Sandfels ist ein schwieriges Pflaster. Einfach wegen dem Heiligen Krieg, der da tobt. Achso, bevor die Frage kommt, warum ich am Heiligen Krieg fast nicht teilnehme und ihn nahezu ignoriere. In meinem letzten Playthrough habe ich den Heiligen Krieg schon, sag mal, erlebt und versucht daran teilzunehmen und es ist gar nicht so einfach. Und da waren gerade laufende Alps. Und deswegen interessiert es mich hier nicht so sehr. Ich habe es auf Zufall gestellt und hatte gehofft, ne, wir haben 80% Chance, was anderes zu kriegen. Wir haben wieder den Heiligen Krieg bekommen. Ist halt ein bisschen blöd. Hunt down what terrorizes. Das sind meistens Wölfe oder Spinnen. Das können wir gerne machen. 1100 ist auch ein Preis, den wir so hinkriegen sollten. Hier, das sind die laufenden Alps. Das sind einfach fucking 5 Alps, die hier rumsprinten. Was geht denn ab? Ah, das sind 10 Wölfe. Ah, jetzt verbünden die sich aber, oder? Nee, die Wölfe kommen ran. So, jetzt Wölfe. Let's go. Sind, glaube ich, alle Frenzied, aber dadurch, dass es nur 10 sind, sollten wir das trotzdem hinkriegen. Wir haben inzwischen eine echt gute Frontline. Oh, nee, alle mit dieser komischen, mit diesen Augen, diesen blinden Augen. That is bloody lovely. So, du willst hier reinlaufen, das heißt, wir müssen hier hin moven. Ich kümmere auch, schade. Direkt mal attacken, dachte ich. Aufschneiden. Dammit. Batz. So, der sieht schon mal gut aus. Ja, guck mal, da ist schon einer tot. Haben eine Wolfsbiss an der Rüstung kleben? Bei mir nicht alle, aber viele. Manche. Ne, viele. Viele trifft sie ja. So. Batz. Da hat sie Sepp noch einen gegönnt. So, Sono hat den schon wieder deaktiviert. Gehen hier noch einen Schritt rein. Können hier noch beenden. Du beendest. Du beendest. Dammit. Ich dachte, sie gehen auf ihn, der oben alleine rumsteht. Ja, sie haben alle Overwhelm, aber ich denke, das geht trotzdem. Sie können nicht genug Leute Overwhelm mit ihren 8 Leuten. Das sind immer 4 Leute, die nicht Overwhelmed sind. Das sollte schon laufen. Gerade die Backline können sie nicht overwhelmen und die macht sau viel Damage bei mir.
An die kommen sie nicht so einfach ran. Also Wölfe sind ja schon ganz gut. Außer der, der will jetzt hier rankommen. Okay, der rennt, dann nehmen wir die anderen uns vor. Und du gehst mal dahin. Halten wir den noch auf. Warte, ich dachte, ich kann den killen, dann hätte ich 4 AP zurückgekriegt und hätte nochmal attacken dürfen. Aber hat nicht funktioniert. So, sexy, nimmst mal den hier. Das ist ein einfacher, das sollte eigentlich klappen. M-Lane. Du hast mal den. Stun und Stun, damit er nichts mehr machen kann, damit die hier nicht irgendwo hinrennen. Kopf ab! So, jetzt hoffe ich, dass Maso Modo das hinkriegt da oben. Schon mal getroffen hat er schon mal nicht, das ist schon mal schlecht. Hund. Tu Dinge. Hund versus Wölfe. Ja, ja, ich weiß, bei mir ist ja auch relativ viel. Das siehst du ja auch, wie schnell die mal rennen. Und das Geile an Kultisten ist halt, dass sie echt wenig Resolve-Checks kriegen. Um selber dann gegen die Resolve-Runde zu machen, heißt halt, du kannst darüber legit gewinnen, dass du einfach bessere Resolve hast. Wuffel versus Wuffel-Action. So ein bisschen. Wobei, das ist ein hübscherer Wuffel als die Wuffels, muss man mir ehrlich mal sagen. So, du stehst halt hier rum. Na gut, dann hier, let's go. Du, 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 81. Hau ihn! Nice, Ricky. Du bist mal hier unten mit, dass der mal ein bisschen stirbt. Hier haben wir noch einen Wuffel. Hau sie kaputt! Ist wieder nicht gestorben, die Sau. Ach, come on. Oh, der hat auch keine Lust mehr. Helfen wir mal hier oben noch mit Xeli. Ja, komm, hier, der lebt noch. Oh, wow. 46er. Zwei 46er verballert. To be fair, 46er darf man verballern. Wuffi hat ihn kaputt gekaut. Er geht auf ihn. Er geht echt auf ihn statt auf den Zweihand-Dude, der keinen Schild hat. Das finde ich ja schräg. Finde ich sehr schräg. So, nächste kaputt gekaut. Let's go. Ja, Triple ist. Der Triple Flay ist so cool. Gerade mit dem Fearsome. Ist das echt witzig. So, es ist ja nur noch der da oben. Der hat immer noch Bock, ne? Er dodgt aber auch alles da oben. Die Sau. Hat immer noch Bock. Ja, finally hat mal der Zweihand-Cleaver getroffen. Boah, nehmen wir mit. Gönnen wir uns. Und dafür 1000 Kronen ist eigentlich ziemlich nice. Sind wir mal ehrlich. Also, das nehme ich gerne. Hätten wir wahrscheinlich sogar unseren Rangy einsetzen sollen. Und Ricky ist halt inzwischen einfach nur insane, was er treffen kann. Hier plus 4 nehme ich einfach mal mit. 6 Resolve Checks pro Runde sind schon nice. Ja. Vor allen Dingen dann noch minus Resolve und sowas. Und sie hat ja selber noch einen relativ hohen Resolve als Kultist mit einem Bannerträger, der richtig fett ist in der Nähe. Das ist schon gut. So, geben wir ihm noch die plus 3, einfach damit er nicht gehittet wird, wenn doch mal jemand ransteppt. Ja, doch gegen Orks und so, ist das glaube ich schon relativ wichtig, dass er ein bisschen Defense hat. Und der kriegt auf jeden Fall mal Killing Frenzy, weil er hat ja Berserk schon. Killing Frenzy hat er noch nicht. Let's go. Wird extra Damage. 25%. Wenn er den ersten Hit einen Kill macht, hat er direkt 25% extra Damage. Hallihallo Jordan. Wunderschönen guten Morgen. So. 1100. Lecker Schmecker. Können wir bei euch unser Essen verkaufen, ne? Relativ easy. Ihr würdet es gerne haben. Ich nehme nur noch einen mit, das ist okayisch, aber ich brauche ja auch Essen, um irgendwo hinzukommen. Ron, wie geht's dir so? Was macht das Labor? Aber ein Farm habt ihr zu verkaufen, ja? Mich wundert ein bisschen, aber lange hatten wir lange keine Events mehr. Ist das eigentlich aus Asterix und Obelix? A few Hexen?
Es sind also 2 Hexen bis 3 Hexen, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit dem Rest des Webknechts. Ja, muss ich jetzt nicht machen. Könnt ihr euch selber anschauen. 12.000 beigetragen. Insgesamt. Wie sind jetzt hier? Guck mal, 330, da sehe ich mich doch schon mal. Wie sonst so, ich habe nicht auf Reparieren die ganzen Sachen gestellt, ne? Die wir jetzt wieder haben. Da ist nicht so smart, hier rumzureisen und nichts zu reparieren. Preis ist 18. Ich glaube, viel besser wird es hier im Süden halt einfach nicht mehr, deswegen verkaufen wir jetzt doch mal ein paar Sachen. Ideenmüll. Den Kram, Inventar ein bisschen leeren. Das ist eine der wenigen Waffen, die darauf abzielen kann, Verletzungen zuzufügen. Die, glaube ich, dadurch einen deutlich niedrigeren Verletzungslevel. Also brauchst weniger Damage, um eine Verletzung zuzufügen. Weil das ja sonst so und so viel HP-Prozent musst du machen, um Verletzungen zuzufügen. So, hier, das haben wir auch noch, was wir verkaufen können. Ich glaube, den könnt ihr auch verkaufen, den werde ich nicht benutzen. Das können wir verkaufen, das ist nur Handelsgut. Sind wir bei 10.000. What? 230er Rüstung. Wir brauchen noch eine Rüstung und einen Kopf. Den könnten wir jetzt erreichen. Wir haben noch 5.000. 230er Kopf noch. 240er. Haben wir hier. Das sind 180er, 170er. Dann gebe ich genau einen 240er Kopf. Will ich den jetzt mitnehmen? Ich weiß, es ist teuer. Aber damit haben wir unsere Ambition fulfilled. Damit haben wir unsere Ambition fulfilled. Eli kriegt erstmal den dicken Kopf und wahrscheinlich auch die dicke Rüstung. Weil er hat noch jede Menge Ausdauer gehabt. So ist die Frage, will ich einen von meinen anderen Dudes, wie dir zum Beispiel hier? Guck mal, du hast auch noch ein bisschen Ausdauer, da kriegst du jetzt das schickere. 73, du hast minus 5, das ist minus 14, das ist schon nur minus 10 extra, das ist über 63. Das will ich lieber dir, was? Nee, du hast nicht genug Ausdauer dafür. Du hast Nimble, du hast schon einen dicken Helm. Irgendwas lädt hier übrigens immer, das ist nicht nur an links gucke, denke ich immer, es lädt irgendwas, aber da... Du bist auch Nimble, Battleforge, du hast sogar noch Ausdauer. Hier, zack. Und 125er Helm übrig. Wie ich hier, du kriegst einen 125er Helm. Tada! Unser Noble. Du hast einen 140er Helm gehabt, ich voll Idiot. Der 125er Helm war da nicht so smart, wenn er was Besseres hat. Hier, Alva, du kannst den. Ja, wobei. Du wirst nur einen 105er Helm tragen können. By the way. Hast du eigentlich das? Hier, du kriegst einen 125er Helm und du kriegst auch noch einen. Für den Fall, dass wir euch mal einsetzen. So, dann haben wir unsere Ambition aber fulfilled. Mit Gash brauchst du halt 33% weniger, beziehungsweise 50% weniger mit Mastery Fake. Ja, genau. That's the point. Wir werden aber hier nochmal ein paar Sachen verkaufen, weil wir haben ja, glaube ich, echt viel Müll dabei. Die Sachen zum Beispiel, die 90, 90, 110, 80, 80, ist auch ein 80er, aber hey, irgendwie komisch. Wenn es das wenigstens ordentlich sortieren würde. Ganz so viele von den Dingern brauchen wir doch nicht, das brauche ich nicht unbedingt. Ich glaube, dich werde ich auch nicht spielen, deswegen verkaufen wir dich jetzt auch. So, haben wir 2900. Das ist der Auftrag hier. 690 ist echt wenig. Also auch zusammengerechnet irgendwie sind das 900. Helme, Rolling Green Skins, das sollten wir auch wieder schaffen. Und wenn das so wenige sind, sollten wir, glaube ich, hinkommen, dass wir unseren Rangy hier leveln dürfen. Auch wenn der 34 Range Skill hat. 42 Range Skill. 42, so mit Rolling Green Skins. Dulmen, das ist aber am Arsch der Welt. Da brauche ich noch ein bisschen Essen, Leute. Gebt mir mal noch ein bisschen Essen mit.
Ihr habt ja nichts an günstigem Essen. Ach du Scheiße. Ja, dann hoffen wir, dass es in Sonnenwehr was zu essen gibt. Guten Appetit, Xan. Viel Erfolg. Ich bin übrigens auch nicht so ein krasser Fan von der Option mit dem darauf abzielen, dass man Sachen verursacht. Also hier. Immer noch mit. Dass man Verletzungen verursacht mit dem Skill. Bin ich nicht so krass begeistert von. Wir haben zum ersten Mal nicht mehr 300 Ammunition, weil wir zum ersten Mal jemanden haben, der schießen kann, theoretisch, und der Sachen daran auffüllt. Ah. Und hier irgendwie die Berge mit dem Wald, hier sind immer Hexen und sowas unterwegs. Also das ist irgendwie Unhold der Hexen, hier geht's immer ab. Mit dem Sumpf noch in der Nähe. Da Goblin, da haben wir wieder die Wolf Rider mit Ambushers zusammen. Moment, aber wir sollen mit Rolling Greens, aber das ist halt nicht ihr. Seid ihr das? So, Ambition Fulfilled. Diese Farmer ist content gerade mal. Spirit Riot, this acquisition of more heavy armor and helmets for the spirit's workers. Feel that? That is craftsmanship. Alba, the cultist, says wrapping a hardwood pommel against his fellow brother's newly armored head. Think of all the well-paid contracts we missed out on because of our crummy armor and pathetic equipment before. From now on, the backline can breathe easier going into battle, knowing that the heavily armored brothers will be there to take the brunt of the assault. Should they fall, their unwieldy bulk will at least delay the enemy, giving the lightly armored companions a chance to swiftly retreat. Ich mag die Einstellung, aber wir haben hier echt eine lange Liste jetzt von Leuten. Moment, aber wir sollen doch... Marauding Greenskins, das seid doch ihr. Oder nicht? Müsstet ihr eigentlich sein, würde ich sagen. Ja, das ist jetzt schon mal ungünstig. Jetzt macht ihr irgendwie auch eine andere Taktik mit eurem Wolf Ridern, ne? Eine deutlich andere Taktik. Würde ich mal behaupten. 12%, weil die Distance so hoch ist. Ach, come on. Das könnte mir... Endlich habt ihr davon mal was drauf. Wow. Wow. Wir gehen mal mit dir hier hoch. In den Fall der Fälle. Dann gehen wir mit dir dahin. So sexy geht hier mit rein, würde ich sagen. Du musst erstmal den hier. Und machst einen Schritt nach vorne. Weiß nicht, ob ich dich alleine reinschieben will. Eli kann das da oben halten. Ja, mal sehen, ob Sohn das schafft. Sohn schafft das. Gut. Au! Weil die sind noch dran. Das ist Katastrophe. Ich dachte, die sind alle fertig. Aber nee, sind sie nicht. Ich hätte mal gucken sollen, ob die fertig sind. Das ist echt dumm. Ich habe gerade halbes Leben von einem unserer Frontliner geopfert. Von Sexy. Weil ich dachte, dass sie schon ready sind. Das ist unsmart gewesen. Okay, wenigstens der Hit ging durch. Eventuell... Ich glaube, Sexy habe ich jetzt gerade damit gekillt. Sexy habe ich, glaube ich, gerade damit gekillt. Auch wenn der sau viel Damage macht, ne? Aber ich glaube, ich bin nicht rechtzeitig dran, um ihn irgendwie zu retten. Jetzt rennt er doch wieder außen rum auf die Backline, ne? Das ist halt denen ihre KI. Damit ist er down. Er ist nur gestruckt down, der hat's überlebt, aber... Das ist nicht smart. Und jetzt sind sie schon in der Backline. Nicht in meine Backline gehen, ja? Was soll denn die Scheiße hier? Das finde ich nicht so witzig. Machen wir den mal rund.
So, du gehst jetzt mal auf den da, damit die... Oh, scheiße, nee, ich hätte zurückgehen sollen, glaube ich. War vielleicht nicht ganz smart. Rufi, do your work. So, die haben schon keinen Bock mehr. Jetzt suche ich mal hier hin, für den Fall der Fälle. Und du gehst mal, dass wir hier einen High Ground haben. Also wir haben schon mal den Zahlenvorteil aktuell, aber wir haben halt nur einen verloren. Also, dass sie in meine Backline gehen, ist ein bisschen ein Bait, weil meine Backline dann auch sehr, sehr gut killen kann, also. Finde ich gar nicht so schlimm. Ich kann nur nicht gehittet werden so sehr. Dass die alle ihre komischen Speere haben und deswegen so gut hitten, ist ein bisschen doof. Aber der will laufen, den kann man also ignorieren. Nicht auf meinen Wuffi, du Sau. Du miese Sau. Wuffi? So, jetzt haben wir hier dich. Sag ja, ist ein Bait. So ein bisschen. Dann wir den mal. Oh no! No! Das habe ich nicht gesehen, dass er da dran ist. Shittles! Wo nimmst du den jetzt? Du willst noch kämpfen. So, der hat fast nichts mehr. Der läuft jetzt. Ja, versucht's mal. Alter, wie viel der blutet! Könnt ihr mal sein lassen, meine Backline angreifen zu wollen, ihr Schweine? Sieht das sexy ein bisschen reingeschickt, aber so traurig. Ist so traurig so rum. So, hallo. Stop that. Ich hab den Verteidiger an meiner Backline stehen. Geil. Hunde, ihr macht einen guten Job. Sau. Die miese Sau, ne? Ich wieder da oben drauf gestellt. Ihr sollt hier nicht hinkommen, ihr blöden Idioten. Ja, ich müsste zwei laufen, dann darf ich nicht mehr attacken. Ich glaube, ich gehe mal mit Ricky hier unten helfen. Er ist dran? Du bist dran. Aha. That is bloody lovely. Ja, ne? Dass die hier reinrennen und einfach abgestochen werden, finde ich auch witzig. Das ist einfach... Halt meine stärksten Leute sind halt meine Backline, soll ich dir sagen. Hallo Ricky, wunderschön. Ricky, du hast gerade richtig hart aufgeräumt. Richtig hart. Guck mal da runter. Beide nicht treffe, ey. Beide nicht getroffen, ey. Sad life. Auch kein Bock mehr. Ich weiß, deswegen sage ich ja Bloody Love. Ach stimmt, es kam von dir. Stimmt, da habe ich nicht ganz drauf. Oh, ups. Das war nicht smart. Ich dachte, ich kann auch angreifen mit dem. Bubala. Abgelenkt wurden wir. Also ist er sexy reingeschickt, aber dumm. Der Rest lief eigentlich ganz okay. Ach, ich soll's nicht sagen. Ich soll die Klappe halten. Auf den Kopf. Jawohl, danke. Also, der darf nochmal? Ne. Der hat schon dreimal. Und wenn ich ihn töte, darf der nochmal? Was? Die cheaten! Der war dran, der hat drei Attacks gemacht auf ihn. Ich hau ihn um und er darf nochmal. Was zur Hölle? Alter. Das, jetzt bin ich echt traurig. Das macht mich wirklich traurig.
Nee, das war nicht Xan, der fünfte. Das war nicht normal Xan. Einer unserer Stadtbrothers. Ja, der hat auch überlebt. Also man sieht's hier oben. Moment, wenn ich hier runter scrolle, wo war er? Hier, has struck down steht hier. Das heißt, der hat überlebt und würde hier stehen, has killed. Aber der kriegt ja jetzt eine permanente Verletzung. Und wenn es nicht Brain Damage ist, könnte es blöd sein. Sag mal so. Deswegen müssen wir hoffen, dass es Brain Damage ist. Er ist verblutet. Also, dass der Wolf nochmal dran ist, wenn er schon eigentlich in den Turn schon gemoved wurde, finde ich frech. Bisschen Gemüse, Bruder. Nee. Aber der ist ja unser. Brain Damage gibt extra Resolve. Und das ist ja unser Bannerträger. Und der auch schon relativ hoch gelevelt ist. Also, der wäre Brain Damage und ziemlich egal, wäre sogar was Gutes. Weil wir, wie gesagt, dann. Asthmatiker, ne, Partly Collapsed Lung, minus 40% Fatigue. Und ich glaube, der Backline geht da sogar noch, aber sexy haben wir auch. Das ist sexy der zweite, wisst ihr, was sexy der erste hatte? Den verkrüppelten Fuß. Ach, scheiße, ey. Aber 40% Fatigue, muss man mal gucken, ob das funktioniert. Er hat 300 XP gekriegt, weil er so viel gekillt hat. Das war einfach so unlucky. Ich hab, das, ne, ich hab mein Maul aufgerissen, das Spiel so, fick dich. Oh Mann. Passt gerade alles rein. Aber das ist wahnsinnig mal. Das ist wahnsinnig mal. Die Gegner. Das waren nicht mal die Jungs, die wir machen wollten. Plus eins wieder. Oh, plus eins ist immer traurig. Plus eins ist immer so traurig. Das ist ja sad, sad situation, ey. So, du hast Brawny. Du hast aber das gute Shield, da du eh nicht sonderlich gut triffst, kriegst du glaube ich Shield-Expert. Aber du wirst dann halt shielden. Muss mal kurz gucken, du bist down, ich muss also mal rausnehmen. Du hast allerdings ein Level-Up. Gib mir gute Rolls, ich guck gleich. Gleich. Ey, aber du... Achso, du bist ja sogar hier Abbruch. Also plus 4 ist nice. Aber das glaube ich, du kriegst immer plus 4, wenn du 2 Sternen. Plus 3, ich brauche halt das plus 3 nicht, das plus 4 hier, glaube ich. Würde ich behaupten. Und ich will, glaube ich, dass du eher dran bist. Ich könnte die plus 3 mitnehmen, aber ich will eigentlich nicht, dass du, dass das eine Rolle spielt. Bei dir. Im Idealfall. Wegen. Oder Resolve? Ja, ne, wir geben die Initiative hier. Und wir lassen die schneller lernen. So, Xan hat Level 11 erreicht. Er hat jetzt gerade, jetzt hat er einen fehlenden Finger und eine kaputte Lunge und ist jetzt Level 11. Achso, wir haben übrigens irgendwo jemanden mit Brain Damage. Wo ist unser Brain Damage? Hier, da, Brain Damage. Das macht Brain Damage. Plus 15% Resolve, 25% Experience Gain. Nee. Nein, Ricky. Der erste und der zweite Stern erhöhen nur das Minimum, der dritte Stern erhöht das Maximum um 1. Wenn du 2 Sterne hast, hast du immer den gleichen Roll. Also, wenn du 2 Sterne ist das, was du eigentlich gerne haben willst, in einem Skill, den du auf jeden Fall brauchst, weil dann hast du, dann gibt's keinen Zufall. Dann ist der Zufall einfach weg. Genau, deswegen. Aber ich meine, im Zweifel bist du einfach nur unser Bannerträger, ja? Von daher, ohne Ausdauer bist du trotzdem noch nützlich. Würde ich sagen, deswegen kriegst du nochmal hier einen. Der hat sogar ein bisschen Defense, ne? Also so ist nicht.
Hier, Killing Frenzy. Achso, stimmt, und durch Student kriegt er noch einen Perk. Ah. Aber minus Inni hat er nicht, dann kriegst du noch Dodge. Wenn du schlechter getroffen wirst. Also dann beim dritten 3 bis 4, genau. Also bei dem Meliske, genau, ist es normalerweise 1 bis 3, der erste Stern macht 2 bis 3. Oder endet es auf 2 bis 3, der dritte Stern sagt immer 3 und der dritte Stern sagt dann 3 bis 4, genau. Und ich glaube, die Range ist immer so eine 3er-Range bei den Sachen, die verschiebt sich nur ein bisschen. Ich glaube, bei Range gibt es zum Beispiel 2 bis 4 als Start und es hat dann die gleichen Effekte. Gerne. So, es ist Sacred. Plus 2 nehmen wir auf jeden Fall. Plus 5. Alter, der kriegt so viel Fatigue. So viel fucking Fatigue und Melee-Skill. Wenn ich eine dicke Rüstung für dich habe, will ich eigentlich, dass du Zweihänder wirst wieder. Will ich eigentlich, dass du Zweihänder wirst? Nehme ich jetzt Rotation für dich? Oder Gifted? Ich glaube Gifted. Gifted, damit er nochmal hier schön den plus 3 Roll, den plus 3 Roll. Ja, HP oder noch mehr? Hier, noch mehr Ausdauer, let's go. Ausdauer ist so, du bist verletzt. Das heißt, du wirst ersetzt. Du bist verletzt. Das heißt, John übernimmt dich mal. Wie geht's sonst den Leuten? Ja, du bist halt auch verletzt. Unser Bannerträger ist halt verletzt. Ja, die Frage ist, wie schnell sich die HP regenerieren. Weil wir können es erstmal so machen. Haben wir jetzt halt keinen Bannerträger drin für die nächste Runde. Das wäre ein bisschen blöd. Lass uns mal gucken, wie das läuft. Uns waren vor allem nicht die Greenskins, die wir machen sollten. Das ist das Allertraurigste an dem ganzen Kram. Das ist das Allertraurigste. Das waren die falschen Greenskins. Für den Auftrag. Das waren die falschen. Okay. Find hier keine anderen Greenskins. Natürlich gut, weil wir uns dann besser erholen können. Dann können wir vielleicht doch unsere Bannerträger wieder einsetzen, zum Beispiel. Yo. Find a cut in half, another split, and got no head for this. Another bruised and battered, and when you go to investigate, every bone inside justice and moves, utterly broken. This is the work of orcs, you are very much on their trail. Da. 11 Orc Young. Orc Young sind eigentlich völlig in Ordnung. Ja, aber wir wollen dich trotzdem nicht, weil die können durchbrechen. Wir wollen dich dann trotzdem nicht einsetzen. Ja, Moment, mal kurz gucken. Rüstungen sind auch alle. Jo, alle ziemlich fein. Let's go. To Arms. 11 Orc Young sollten, wie gesagt, machbar sein. So für Ben und so sollte das schon völlig in Ordnung sein. Kommen meistens ran. Ich würde gerne den Highground hier nehmen, wenn ich kann. Aber da muss ich mal kurz gucken, wie weit die rankommen dürfen. Ja, sowas ist zum Beispiel Shit. Das war Nacht, ey. Da hätte ich den gar nicht mitnehmen sollen. Weil der kann, trifft jetzt eh nichts. Literally nichts. Ah, Moment, ein Orc Warrior? Ne, ist einfach nur ein gepanzerter Orc Young. Aha. So. Aber die Orgian können, glaube ich, noch nicht durchbrechen, so einfach. Von daher sollte es schon okay sein. So, Sonics. Sind alle fertig, ne? Moment, haben wir jetzt 2, 4, 6, 8, 10, einer fehlt noch. Bin ich mal hier hin. Nehme mal mit dir noch ein bisschen hier hin, vielleicht, so. Die sind für Young voll gut gerüstet. Ja, schon irgendwie. Und irgendwas lädt bei mir die ganze Zeit auf der linken Seite. Ja, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. So, Xeli, du kannst tanken, weil du hast die fette Rüstung. Und Sono, du kannst auch tanken, du hast auch die fette Rüstung.
Du wirst halt nichts treffen. Abbruch! Ich hab dich gerade zu Unrecht beleidigt. Bin ich ehrlich. Ich dachte, du triffst nichts. Die Hunde brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Das war echt zu Unrecht. Bin ich ehrlich. Ja, so ungefähr. Also sie haben relativ viele Rüstungen als Ork Young hier. Der nächste gestunt, weil reingesprintet wurde. 95, 85, weil du ein Schild hast, ne? Gib mal halt dir erstmal ins Gesicht. Ricky macht das schon. Au. Oh shit. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, dass Jean da, glaube ich, so ins Gesicht kriegt. Mal hier, glaube ich, die Leute rausnehmen, die neben Jean stehen. Würde ich behaupten. Geh mal hier hin, damit er dann hier reinlaufen kann. Du verteidigst dich auf jeden Fall erstmal. Und nimmst den weg. Sehr schön. Dann können wir hier noch einen geben. Sehr geil. Ihr beiden könnt eigentlich nur auf mich gehen. Von daher den und den Move. Wie gut bist denn du, Sepp? Oh, 36 ist schon ordentlich. Versuch's dich mal hier gegen den im 1 gegen 1. Der trifft eh nix. Zwei Schüsse, zwei Treffer. Es ist Nacht. Ich gehe nicht davon aus, dass bei Nacht ein frischer Armbrustschütze mit unter 50 Skill irgendeinen Hit macht. To be fair. Moment, jetzt kann der aber auch auf jemand anderen gehen. Dammit. Also, es hat schon einen Grund, warum ich das gesagt habe, aber... Ja, er hat mich gerade eines Besseren belehrt. Ich gebe es ja zu. Ich gebe ja zu, wenn ich falsch gelegen habe. So, Kopf ab. Lasst mein Jean in Ruhe. Mein Johnny-Boy. Au! Die machen aber auch First-Hits, ey. Bah! Ist ja ekelhaft. Schade. Das ist wieder traurig. Der hat keinen Bock mehr zu fighten. Der hat auch einen 25 oder so beim ersten Schuss getroffen. Also, das war schon nicht ganz ohne. Hier ist ein 44er. Okay. Abro hat er irgendwie, hat der Aimbot an, glaube ich. Das ist irgendwie unfair. Damit will ich jetzt nur hier reinsteppen. So hier. Damit du blutest viel zu sehr eigentlich. Habe ich was gegen Blutungen irgendwo in der Nähe? Nee. Oh lol, shit. Lass mit dem kaputt machen. Hier ist ja noch einer drin. Ja, ja, das sagen die Hater. Fang besser an, Lover zu sein. Der rennt. So. Mach mal hier einen Schritt ran, setzen den Hund und machen noch einen Attack, dass er overwhelmed ist. Und dann kriegt der... Ach, verdammt, das ist ja gar nicht eine Reichweite. Ups. Dann helfen wir hier mit Ricky nochmal aus. Ups. Der ist wohl platt. Aber wieder ein Kopf ab von so einem Örkchen. Ich mag das Werfen nicht. Da habe ich wirklich Angst vor. Okay, der rennt. Der geht unsere Genre schon mal nicht ab. Kopfwächer. Also Ricky ist wirklich so ein Henker, der hier durchläuft. Einfach immer so. Kopf ab. Kopf ab. Nicht Kopf ab, aber... Schmerzhaft für die auf jeden Fall. So. Was war das jetzt für einer? Ein 6. Nee, warte mal. Ein 32er. Ein fucking 32er. Das ist einfach. Sonst trifft. Ne, Battle Brothers ist sonst immer so. Nee, du triffst die 70er nicht. Lalala.
Jetzt treffen wir hier 20er, ey. Ja. Wie lange hältst du das noch an? Eine Runde. Ja, da finden wir noch einmal 10 HP. So, Jean hat auch aufgeräumt. Bruno darf jetzt hier reingehen. Let's go. Noch ein Köpfchen. Und die haben wenig Bock weiter zu fighten. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Dass der Hund jetzt da rein ist, ist ein bisschen blöd für Ben. Jetzt haben sie alle keinen Bock mehr zu fighten. Können wir sie wieder niederknüppeln. Guter Hit. Guter Hit. Deswegen auch die Henkerskapuze. Ne, die Henkerskapuze, weil du Kultist bist. Das hat ausnahmsweise damit nichts zu tun. So, jetzt kommt der letzte Schuss. 36. Er hat das Schild getroffen. Also, wenn man es genau nimmt, war es ein Treffer. Geben mir Mühe. 4,5 von 5. Er ist eh gestorben beim Dransein. Also, holy shit, ey. Abbruch. Das war ein Abriss und kein Abbruch. Du hast 240 Damage gemacht. Bei Nacht als frischer Armbrustschütze. Alter, selbst Sono hat nur 230. Maso 400. Okay, das ist insane viel, aber es hat einen Zweihand-Cleaver-Dude. Ne, Kriki hat 330 gemacht. Der hat 240 gemacht und Ricky ist irgendwie Level 8. Ich will der Allerbeste sein. Ich hab das Gefühl, ja. Das ist einfach. Moment mal, jetzt habe ich Bullshit eingepackt, glaube ich. Nämlich den Kram. Das ist das, was wert. Das ist, glaube ich, nichts wert, so. Tief. Alter Falter, ey. Hier haben wir jetzt... Wir haben vor allem noch hier Abbruch direkt noch. Plus, der hatte 46 Skill und hat so getroffen. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Völlig irre. Völlig irre. Nee. Plus 4, das eher dran sein, ist schon ganz geil. Bullseye ist ein Range-Skin, ich gerne, oder den Ranges gerne haben sollen. Plus 2 für Topsy. Plus 3 und plus 4, weil der ist ja ein Battleforger. So, jetzt können wir hier auch Killing Frenzy für mehr Damage. Weil du weniger damagst. Eigentlich. Du bist unser Stunbot, so ein bisschen. Aber Killing Frenzy ist so stark, wenn du, sobald du einen killst, kannst du halt dann so ein Snowball. Das ist, glaube ich, trotzdem, was man auf fast jedem haben will. Dungeon Master hätte ich eben jetzt die Würfe weggenommen. Kann ich verstehen. Der Nushka hat einfach 30, einfach Raw. Raw 30 Defense, das ist so geil. Hast auf jeden Fall krass gewürfelt, ey. Die ist auf jeden Fall gezinkt. Moment, er ist aber ein Dodger. Das heißt, wir brauchen die plus 4. Dodge Nimble ist der Nushka, ne? Ja, hat schon Nimble. 48, der kann halt echt gut tanken dadurch. Können ihn tatsächlich auch zu einem... Doch, wir machen ihn zu einem Dagger-Dude, weil der kann mit Overwhelm dann dreimal pro Runde den mit dem Dagger angreifen. Glaube ich, das ist eine gute Idee. Er trifft sogar ganz okay. Er kann dann Frontline tanken, wird schlecht getroffen und kann mit dem Dagger dreimal angreifen und die Leute Overwhelm. Auch auf ihm kein Schwert mehr eigentlich. Wir haben halt keinen Platz, das rauszuhauen. Sollen die Sachen übrigens alle reparieren, bevor wir sie verkaufen? Weil die dann mehr Geld geben. Es wird halt nur sehr viel Reparatur kosten. Halt, ich war noch nicht fertig mit den Sachen. Dann wirst du jetzt ein Dagger-Dude. Dann könnte man fearsome überlegen, weil der Dagger halt ziemlich gut durch Rüstung geht. Mit seinem Skill hier, mit seinem Puncture-Skill. Aber vor allem kann er dreimal angreifen und damit mehr overwhelmen. Also, holy moly, ey, das war ein Match.
Abbruch hat auf jeden Fall gecarried. Erstmal einen darauf saufen. So, sind wir noch zurück. Ach, 3, 5, das ist halt echt weit, die wir laufen müssen. Das ist. Dieses Stück hier. Vor allem, dass die Marauding Greenskins erst verschwinden, wenn du es hier abgibst, finde ich ein bisschen doof. Weil du bist ja dann hier, könntest hier verkaufen gehen, aber du hast übelst schlechte Preise, weil hier noch diese Modifikation Marauding Greenskins drin ist. Erst wenn du Bescheid sagst, hey, die sind weg, fühlen sich Leute wohl sicherer. Keine Ahnung. Vorher passiert da nichts. So, hier haben wir das Scheißessen eigentlich. 15er. Ich würde gern anderes Essen haben, Leute. Wie wär's denn damit zum Beispiel? Irgendwann müsste übrigens die nächste Ambition auch noch kommen, also das nächste Ambitionsziel. Da haben wir gerade die ganze Zeit gar keins. Das müsste eigentlich noch aufploppen irgendwann. Unsere Moneys ist gerade ein bisschen wenig. Wir bräuchten mal wieder gute Moneys. Verträge. So. Wie ist hier der Preis? 19. Ja, let's go. Hier, ihr seid alle repariert. Viel Spaß mit der Goblin-Scheiße. Könnt ihr alles haben. Brauch ich nicht. Du bist noch nicht ganz repariert. Ich repariere ich gar nicht. Hier, könnt ihr auch das noch haben. Quiver of Arrows. Die Wurfsachen. Viel Spaß damit. Ich wünsche euch was. Werd glücklich. Dann hätte ich, glaube ich, noch gerne noch so ein Ding. Essen haben wir damit genug. Wir haben wieder ein bisschen Tools und Supplies. Nicht für einen guten Preis, aber für einen akzeptablen Preis geholt. Ja. Haben wir hier noch irgendwie Kultisten? Nö. Keine Kultisten. Wir könnten eine Training Hall machen für unsere Lowies jetzt. Für zum Beispiel Abbruch, den hast du dir, glaube ich, verdient. Hier, du kriegst mal von jemandem, vom Veteranen mal ein paar Unterrichtsstunden. Würde ich sagen. Da sehe ich dich. Hast du dir verdient. Offensichtlicherweise bist du motiviert genug. Aber ich glaube... Ihr werdet mich doch jetzt wohl nicht angreifen, oder? Übrigens, ich glaube, das letzte Mal eigentlich hier oben tatsächlich in Eisenstein und Dulmen und Weißenschacht ganz gut Geld gemacht. Von daher müsste man vielleicht nochmal bei Weißenschacht vorbeischauen, weil die sind immer noch Allied, glaube ich. Was ist das hier? 520. Gib mal mehr. Follow the tracks, return the tome of knowledge. Sollte eigentlich auch... Ich darf vielleicht nicht so sehr auf die leichte Schulter nehmen, aber sollte auch ein was sein, was wir ganz entspannt machen können. Was, du warst noch kein Gemüse, oder? Weiterbildung nehme ich mit. Was? Du warst noch kein Gemüse? Was? Ich verstehe es nicht. Ah! So. Must show the world we are forged of a hotter fire than other mercenary bands. Take on goblins in... Only the most daring take on goblins in larger numbers. We shall burn. Da müssen wir, glaube ich... Destroy 4 locations controlled by goblins. Okay, besting orcs in battle and during burning down some of the camps. Destroy 4 locations. Also goblin locations, orc locations. Abbruch war doch Gemüse, der hat doch brain damage bekommen. Nee, das war nicht Abbruch. War jemand anders. 10.000 Kronen als Reserve. Das haben wir schon erreicht. Das wäre, glaube ich. Should a battle or two go against us, we may find ourselves out of pocket and short equipment. The company will therefore build a reserve of 10.000 crowns. Dann machen wir 10.000 Kronen. Hier, Sepp hat Brain Damage. Ich glaube, sonst habe ich niemanden mit Brain Damage aktuell. Doch, hier noch, Sono hat noch Brain Damage. Einer unserer ältesten Leute. Gute Antwort. Da sind die Diebe. Oh, ein Brigand Leader. Den sollte man wahrscheinlich doch niederstolchen, weil der hat normalerweise gute Sachen. Jetzt überlege ich gerade, ob ich dann doch den M-Lane mit dem Backstabber-Perk haben will. Aber es sollte mir, glaube ich, trotzdem schaffen. Topsy sollte ich vielleicht mal einen Schritt rausnehmen.
oder Sonics. Sonics ist gar kein Butcher mehr. Sonics ist ein Kultist inzwischen. Das muss man hier nochmal ranschreiben. Das hat sich geändert. Ja, komm, kriegen wir schon hin. Kommt her, ihr bösen Diebe! Ich will doch nur euer Zeug zurückholen. Ach Gott, rennen die weit weg. Arms. Ja, Brigand Leader. Ein Marksman. Den könntest du jetzt mal raussnipen, Abbruch. Das wäre awesome. Wenn du den einfach wegsnipst, haben wir schon viel gekonnt. Hier, die. Natürlich blöd. Ich würde mich jetzt hier aufhalten wollen. So, und den hier, da hätte ich zum Beispiel gern die Axt und den Helm. Der wäre beide geil. Ganz schön weit. Ja, ich weiß, aber. Ne, du hast ja gerade bewiesen, dass du motiviert bist. Ich wollte dir nur jetzt mal sagen, was das Ziel der Motivation in diesem Kampf sein sollte. Kommst du da denn auch noch nicht ran? Wir müssen. Hierhin können wir steppen und dann können wir es versuchen, denn wir haben 22%. Würde ich normalerweise nie machen. Ich würde die 37 hier vorne nehmen. Oder die 46 da hinten. Wahrscheinlich eher sogar. Das wäre eher mein Ding, was ich machen würde. Aber für den Witz. Ja, schade. Ah, schade. Oh, jetzt kommt der ran, die Sau. Kommt die Sau ran? Das ist schlecht. Fix. Null von ein. Ja, ich habe wirklich einen schlechten Schuss genommen. Also, vorher habe ich wenigstens versucht zu optimieren, meine Schüsse. Das nimmt der. Müsste eigentlich hier meinen Kultisten, glaube ich, rausswitchen. Aber ich habe keine Rotation, glaube ich, ready. Doch, hier. Wir rotaten hier mal rein. Weil wir euch nicht meine Backline... Eigentlich müsste ich dich auch noch rausrotaten, Abbruch. Sonst bist du eventuell gleich tot. Aber ich habe niemanden, der rotaten darf. Der gerade rein rotaten darf. Doch, hier. Ist sogar super gut. Rotate. Perfekt, da haben wir unsere Backline gesichert. Haben wir unsere Backline. Alles fein, alles fein. Ihr dürft nicht nochmal. Du dürfst auch nicht nochmal. So, jetzt die Frage: Gehen wir auf den oder auf den? Ich glaube, der ist der gefährlichere mit der Axt. Einfach nur, damit er zweimal Overwhelm hat. Wir haben ja mit unserem Ben noch den Overwhelm-Stagger. 95, zack. Das ist schlecht. Das ist ungünstig. 59. Abbruch. Einmal geliefert und jetzt sowas, ne? Meinst du, es reicht schon, ja? Null von zwei. Nee, hier. Zack, geh mit dir noch ein. Wobei, du rennst eh schon, ich hätte mir gar nicht attacken sollen. Er blutet noch. Nein! Er hat mein Ben gestunt. Das ist schlecht. Aber für die Moral, für die Moral. Und du gehst mal den Schützen da jagen, würde ich sagen. Kannst du noch? Turn dann. Nee, kannst du nicht. Dann gehst du jetzt hier hin, machst das. Und der Hund geht auch den Schützen jagen. Basically dead. Okay, der blutet tot. Können wir uns auf dich fokussieren, hoffentlich. Ja, dann. Der Hund hat einmal zugebissen. Ein fucking Mal hat er zugebissen. Ja, okay, soviel zum Schützenjagen, by the way. Oh. So, jetzt haben wir das Problem, dass wir dich erstmal rausnehmen müssen. Und dann wollen wir dich töten, um den dann zu surrounden. Au! Hat seinen eigenen fast gekillt. Er hat einen Hund getroffen und seinen eigenen gekillt und mich gar nicht getroffen. Das ist ja auch witzig. So, du müsstest eigentlich dringend daran. Da ist noch einer von deinen Leuten. Da ist noch einer von deinen Leuten. St-
stirben sie doch endlich mal. Direkt das Gesicht zerschnutzelt, der Wuffel. Ja. Aber richtig, richtig Gesicht zerschnutzelt. So, Dolche. Kommt raus, meine Dolchfreunde. Und du musst mal irgendwann hier unten mithelfen. So, Xeli kommt auch mit reingedolcht. Wir tauschen mal kurz, damit er nochmal attacken kann. Stehen, sehr schön. Hätte ich nicht machen sollen. Wobei seine Rüstung will ich gar nicht, ich will einen Helm und die Waffe haben. Von daher muss ich ihn eigentlich schnell töten. Aus der Perspektive wäre es wieder richtig, aber jetzt musst du halt außenrum rennen. Der Hund macht Arbeit. Holy moly. Aber hier kann ich den Kopf treffen, glaube ich, ne? Nicht den Kopf getroffen. Geil. Ricky, guter Mann. Xan, nicht so guter Mann. Du sollst nicht den Kopf treffen. Sehr schön. Abgestochen. Das war nicht optimal. Weiß nicht, ob er noch eine sinnvolle Rüstung hat. Fliegst mir immer ein bisschen zu Tode. Einfach fürs 0,5 von 3. Diesmal war es nicht so gut von ihm. Ja, der war mein. So viel zur Rüstung. Wenn die Leute noch in Reichweite stehen, ne, wenn die rennen wollen, die Gegner. Dann kann man ihn einfach abpieksen. Boah, Sepp hat gut gemacht. Oh, wir haben den Helm bekommen. Den 230er Helm und die Axt. Geil. Finde ich gut. Dass wir es haben wollten von ihm. Das, was wir von ihm haben wollten. Und Sepp hat einen Level Up. Was kann denn Sepp bis jetzt so? Der hat den Brain Damage, Battleforged. Plus 2 ist dann ja schon mal gut. Mach das nochmal. Minus Initiative. Ja gut, auf einem ist ja kein Dodger. Abbruch, das war nix. Ja, nee. Das haben wir schon besser gesehen. Du bist ein Battleforged und du hast nur 100. Oh, scheiße. Du brauchst auf jeden Fall mehr Ausdauer. Und Brawny wahrscheinlich mal. Das wäre vielleicht eine ganz gute Idee, damit du... Ja, das macht viel besser. Das macht's schon viel besser. Er ist schon 140er Helm, ne? Hast du einen 230er Helm? Sagen. Boah, die Arme haben aber keine bessere. Sollen wir auf jeden Fall reparieren. Du bist ein richtig fettes Ding. Ein richtig fettes Ding. Crowns well deserved. So, jetzt gibt's hier aber nichts mehr, ne? Nichts mehr, was uns interessieren würde. Preise? Gute Preise? 17er Preise. Nee, irgendwie nicht. Alle von meinen Leuten haben, glaube ich, einen Dolch. Ja, den guten Dolch. Oder manche sogar einen besseren Dolch. Dann würde ich ja mal sagen, die Dolche brauchen wir eigentlich aktuell nicht mehr. Daheim haben wir noch ein bisschen kleinen Kram, den wir nicht brauchen. Sowas hier. Goblinbögen sind nicht so viel wert. Und die Schilde eigentlich auch nicht so. Also es ist jetzt nicht, dass die einen krassen Wert haben. Und frag mich nicht, nach welchem System ich welches Muster verkaufe. Keine Ahnung, Mann. So, Essen ist ein bisschen knapp, weil wir 30 pro Tag verbrauchen. Medical Supplies sind hier gerade günstig, nehme ich nochmal mit. Getrocknete Früchte halten länger. Yes, 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 ja. Ja. Dann haben wir ja gesagt, wollen wir nach Weißenschacht. Wir müssen halt jetzt auf die 10.000 Kronen kommen.
Gebe ich zu. Kannst du Rüstungsschilde auch mit deinem Emblem versehen? Ja, kann ich, wenn ich in. Also Schilde. Wenn ich so ein Malkit kaufe, kann ich mein Emblem da drauf packen, ja. Geht. Muss ich mal kurz gucken, ob das hier irgendwo verkauft wird. Das ist, glaube ich, normalerweise bei Armor Run. Bei Weaponsmiths. Da gibt es mir so ein Pinsel. Wie so eine Palette mit Pinsel, wenn man die kaufen kann. Wenn man die anwendet, wird das Schild von dem. Also, wenn ich. Das muss ich mal. Hier, ne? Wird das Schild von dem, der hier gerade aktiv ist. Meine Schilde kann man nicht bemalen. Nur Holzschilde kannst du bemalen. Oh, und hier fehlt das Schild. Hier, bitteschön. Also nur die Schilde aus Holz. Hier Wooden Shield, Kite Shield kann ich bemalen. Und das. Wie heißt das andere Schild? Jedenfalls diese Metallschilde hier nicht. Also diese gehen nicht zu bemalen. Aber ja, geht. Habe ich jetzt bloß nicht gemacht, weil ist halt Geldausgabe. Nicht sein muss. Insgesamt. So. 770. Wollen wir ein bisschen mehr haben. Raiding Parties. 770er Raiding Parties sollten nicht allzu sehr sein. 132 Kronen pro Kopf. Ist echt ein guter Preis. Alpsunhold Hexen deswegen, weil das nicht so einfache Gegner sind. Alpsunhold und Hexen. Hätte man halt schön 1800 Kronen machen können. Fand ich aber. Ich glaube, dann will ich erstmal die Defend-Questen machen gegen Raiding-Partys. Halt nur warten, bis geradet wird. Das sollte eigentlich ziemlich easy sein, weil das super. Ach ne, Moment mal, da rechts ist das jetzt noch Teil davon. Müssen wir uns hier ein bisschen hinstellen und sehen, wenn da drüben geradet werden sollte. Brigands sind da, haben sie jetzt gesagt? Da. Neun Brigands. So. Ey! Ich wollte nicht dahin laufen, ich wollte die Brigands machen. Raider, a few Marksmen, a few. Die Thugs, dass wir echt noch Thugs kriegen. Das sind die absoluten Opfer jetzt. Ja, High Ground, I guess. Ja, versucht's ruhig. Ne, du nicht. Ja, du kannst sogar hinschießen. Mit Höhenvorteil jetzt. 58. Ja. Zack! Geiler Snipe. Moment, wie ist denn der? Doch, da kann ich hin. Wenn ich hier stehe, kann ich attacken. An Topsy, let's go. Sonics. Sonics stellt sich mal hinter Topsy. Ja. Lassen dich mal außen rumlaufen. Du gehst hier mitten rein. Eli kann das. Sepp kann das auch. Und Sono erst recht. So, jetzt. Hier schön dahinter, meine Backline. Einen kannst du noch laufen. Dann kriegst du jetzt ins Gesicht, wenn du da unten stehen bleibst. No! Ein Pfeilchen hat mich getroffen. Batz. So, Moment. Ich kann nur eine Höhe runterschießen. 92 nicht gehittet. Hat eine 98 gerollt, die Sau. Und sie treffen sogar. Schweinerei. Absolute Frechheit. Dass da getroffen wird, ey. Absolut disgusting. Muss mal hier hin. Wie stunt. Stop defending. Ja, es steht halt jemand im Weg, ne? Muss ich hier hingehen, um einen Winkel zu haben auf den 67. Hat den Falschen getroffen, hat den daneben getroffen.
Zählt das als Treffer? Hat den Fall, also nicht den Angezielten getroffen. Ah. Was hier passiert, ey? What is happening? Ich könnte hier runterschubsen. Finde ich gut. Wenn ich hier reingehen und dann könnt ihr euch ja auch nicht mehr bewegen. Hallo. Der Blau mitspielen. Batz in den Kopf. 70, 71. Schneiden. Was? Lauft ihr denn hin? Bist du gerade neben einem von meinen Dudes in den Lowground gegangen? Bist du irre? Batz. Das ist so viel. Zählt, würde ich auch sagen, dass es zählt. Hast dann die Menge reingehalten, ne? Hauptsache jemanden töten. Kann ich schon verstehen. Kann ich schon verstehen. So. Sehr schön. Sehr schöner Schuss. Die Weitschüsse kommen jetzt auch langsam da an, wo sie hin sollen. Du bist, glaube ich, damit das Gefährlichste mit deinem... mit deinem Ding da. Deswegen zerlegen wir dich erstmal ein bisschen. Kopf ab! Kopf runter! Zack! Zack, 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 zarab! Batz! Wieder was ab. Nice. Lebt hier noch einer? Da lebt noch einer. Kann ich noch diese Runde gar nicht angreifen. Ja, jetzt musst du laufen ein bisschen, damit du hier wieder einen Winkel hast. Aber ich glaube, ist alles tot, bevor du irgendwie da hinkommst. Ist so mein Gefühl. Geh mal hier rüber. Hallo Sonix, wunderschönen. Du lebst noch. Ah, du lebst noch. Coole Nachrichten, ne? War das gerade Sonix? Ne, es war Topsy. Yay! Ne, wir wollen schon die XP haben dafür, um die platt zu machen hier. Da sehe ich uns schon noch. Alter, die Äxte machen so viel Schaden. So viel Damage. Und ist Sonix hier dabei? War er doch. Hier, guck mal, du hast gerade ein Level Up. Hast gerade 91 Damage gemacht. Wuhu. Bist jetzt nicht der größte Damage-Dealer, sind wir ehrlich. Aber du lebst noch. Du leistest deinen Beitrag. Genau, hier. Nee, das ist Sean. Da ist Sonix. Ich hab fast das gleiche Outfit. Ja, plus 2, bis Level 5 hast du erst 11, das ist halt echt wenig. Aber hier plus 4, Ausdauer und so, du wirst auf Battleforged gehen. Poggies! Genau, Poggies! Ja, aber da du so wenig Defense hast, wirst du wahrscheinlich immer mit Schild spielen müssen. Ob wir wollen oder nicht. Denke ich. Daher kriegst du jetzt auch wieder Shield Expert, damit du länger dein Schild behältst. Und damit du mehr Bonus hast hier. Ins Bonus. Hm, bei dir haben wir, glaube ich, das ähnliche Problem. Moment. Aber du sollst ein Nimble werden, oder? Nee, du hast keine HP für Nimble. Ah. Oh. Aber du hast ganz gut aus. Ah, 107 ist, glaube ich, ist so mittelmäßig. Echt wenig HP für einen Tank. Nehme ich mal die 3 HP mit, weil es 4 dann sind hier. So, was machen wir? Geben wir jetzt Jean noch für einen Trade? Lass ich ihn bei Schwertern wahrscheinlich schon, weil der wird nicht so viel Skill kriegen. Und dann muss er halt mit Schwertern ein bisschen aufräumen. Will ich noch ein besseres Schwert? Nehmen wir nicht. Ich dachte kurz, dass wir noch ein Schwertchen hätten. Das nicht. Oder wir machen mit ihm auch den Tausch.
Ne, hier, du kriegst giftet, weil du bist nicht ganz so gut. Deswegen hier plus 3, da sehe ich uns doch. Und plus 4, let's go! Das war ein guter Level-Up. Das waren, glaube ich, 3 Max-Rolls. Das waren 3 Max-Rolls. Damit sollte er deutlich besser treffen. Wie geht's dir, Sonix? Was geht bei dir ab? 790 Kronen. Missing Children, das heißt, das waren wahrscheinlich die Streier ist eine Hexenquest, oder? Alter. 3700. Yo. Ich kann keine 4K-Quest gegen eine Hexe machen. Die wird irgendwie, die hat dann wahrscheinlich irgendwie 5 gezähmte Unholte noch dabei und alles mögliche. Holy moly, nee. Nee. Der ist ja sogar das hier entspannter. Alter Falle, ihr habt doch Arsch offen. Also das traue ich meinen Leuten nicht zu.